Sonne steht tief, die Schatten sind schnell. Sinus überall, Auswechsel scannen das Feld. Es hält mich nichts auf, die Mission zu erfüllen. Befehl ist Befehl und der Lohn ist Gewinn. Für den Imperator, für die Watch und für den Norden. Springe ich aus der Landungskapsel wie ein Wilder Richtung Norden. Ein Jeans-Dealer brüllt und greift mich an. Doch mein Bolter hustet kurz und er teilt sich dann. Verdammt, dieser Feind ist brutal in der Überzahl. Doch die Kehlen dieser Füchse waltet bald mein kühler Stahl. Hinter der Ruine ragt er empor. Der Brutlord, er kreischt und zischt, wagt sie nach vorn. Box meinem Squad, boss sofort den Support. Aus dem Schatten kommen Hellfire Rounds auf mein Board. Diese Ausgeburt der Hölle ist wie nichts, das ich kenne. Ich lad den Bolter durch, klick, klick, bang. Step aus der Landungskapsel und dann anvisiert. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal was jetzt kommt, die Deathwatch macht das klar. Box, Elder, Tau, Deathwatch. Tiefer, 30 Tote später finde ich ein Artefakt mit Energien aus dem Äther. Schaue auf mein Ziel und es ist zum Greifen nah. Komme immer näher und es lauert weiter die Gefahr. Komm, greife ich die Datei, bricht die Decke zusammen. Ein Schatten schnellt hervor und der Bolter muss ran. Meine Augen öffnen sich, jetzt rennt die Ausgeburt der Hölle auf mich zu. Und im Nu trifft mich eine Psi-Welle. Schmettert mich zu Boden und ich öffne meinen Geist. Sinus Energie, die mich innerlich zerreißt. Beschwöre den Warp, ein Malstrom, mal schon. Seine Bahnen in die Luft, doch das Monster ahnt schon. Denn die Augen des Marines verändern ihren Farbton. Und das Monster explodiert in 1000 Funken Starkstrom. Fox an den Stormhawk, Augen bewegen das Lied. Come on, beam me up, Scotty, Mission complete. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal was jetzt kommt, die Deathwatch macht das klar. Fox, Elder, Tau, Deathwatch. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal was jetzt kommt. Egal was jetzt kommt. Egal was jetzt kommt. Egal was jetzt kommt. Ihr habt lange mit gewartet, aber jetzt sind wir da. 40k Kings of the Hill, jetzt gibt's die Bars. Mach die Airbrush an und dann base die Figur. Pack die Würfel in den Sack und dann straight auf die Tour. Fahr nach Wertburg, Berlin, München oder Hamburg. Spellica, TTM, egal welcher Standort. Hauptsache zocken, je härter, desto besser. Battle Rap Tactics, jede Woche fresher. Normal, befeuern Bolter wie ein Space Marine. Danach wechseln wir, entspannen dir, Soundtrack Dream. Du kannst machen, was du willst, wir killen ein Screen. Kings of the Hill, kommen nicht mit War Machine. Wir rollen smooth durch die Routen wie ein Longboard und landen auf den ersten Plätzen wie eine Concorde. Und gibt es ein Problem, nur weil ihr keinen Bock habt, zögern wir nicht lange und würfeln die Snotzogger. Okay, jetzt können wir nicht anfangen zu spielen. Ich komm mal kurz hier, ja? Ich bin relaxed und schau mir das Gelände an. Tag 1, Runde 2 und ich bin endlich dran. Lost Block ist da, Krater sind am Start. Der Gameplan steht in direktes Feuer klar. Der Gegner ist mir neu, doch egal wer er ist. 40k Kings up the hill, come hard wie ne Fist. Marines stehen stramm, die Bolter im Anschlag. Veterans im Schock, immer bereit für eine Glanztat. Magnus kommt dann, denkt er ist ganz hart. 20 von der Hammer später ist der kleine Hanser. Morty ist mad und schreit, nun ist mein Buddy tot. Wir springen die Laterne, schicken ihn nach Mali vor. Wir scoren hart, primär oder sekundär. Preschen nach vorn wie ein Pferd oder Legionär. Bleiben stabil wie Custodes mit Speer und Schwert. Unser Profil, unser Ziel ist die 1, komm mehr.
Willkommen, 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 liebe Frikadellen da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, der Sound stimmt. Ich glaube, die Mucke ist ein bisschen laut. Aber der Rechner ist so weit weg. Jesus Christ. Das Setup sackt. Gute DJ Rapster. Aus dem Herzen vom DFB-Pokal-Halbfinalist. Das ist ein harter Titel. Jesus Christ. Ich hab noch nicht mal mehr eine Funkmaus. Ich muss hier ein bisschen was ändern. Jetzt komme ich an die Maus ran. Ja, ja, die Maus. Okay, muss ein bisschen leiser. Englo, bin ich ja richtig beim 1-Slim vom die Internets? Auf jeden Fall. Erstmal sage ich allen einen wunderschönen guten Glimpstag. Vor allem an Battle Ready Painter, Sammel von der Ehe, lange nicht gesehen, Asna, Sven B, Elementaria, Tim, Stefan, Jakob, Firstborn, Kasi, ja. Auch lange nicht gesehen. J to the Everest, Davina Kästen, Mike Lykandras, DJ Robstar, Detonator, ich grüße dich, mein Lieber. Synthas, Steezy, Mülli und Mellis Mini. Die neueste Sororitas-Spielerin der von Welt. Nice. Freut mich, dass ihr so zahlreich schon erschienen seid. Aber ich weiß ganz genau, warum ihr hier seid. Ich weiß es ganz genau. Komm, Kabel, geh hier weg. Ihr wollt irgendwas haben. Ah. Den hier. Oh yeah. Mr. Terminator. Marc Naumann, Gründer Patrick und Marius Kokin. Daran muss ich mich gewöhnen. Lem, seid ihr eigentlich am Wochenende am Warhammer Fest in Manchester? 50-50. Ist es momentan. Ich kann es noch nicht sagen. Aber momentan ist es 50-50. Oh ja. So, Hallönchen. Thunfischbeule. Und Miragül. Ne, ich habe meinen schon in meinem Shop bestellt. Nice. Ich denke, ich bin hier wegen Blackjack und Noten. Machen wir unseren eigenen Freizeitpark auf. Hallo Marcel Unterberg, ich grüße dich. Ich hoffe, ihr hattet alle einen geilen Start in die Woche. Habt euch gut erholt von diesem Wahnsinnsturnier in Karlsruhe. Firebug. Jesus Christ, war das krass. Ich glaube nicht, dass ihr zuhört, aber einer der All-Star-Favorites war Hotelmitarbeiterin Alexandra. Wow. Die hat sich um alle gekümmert. Eventmanagerin vom Radisson Blu. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße, falls ihr sie kennen solltet. Das war schon ziemlich cool. Hoffe, ich habe heute mal Glück. Schon fünfmal überlegt, Warhammer Plus zu abonnieren wegen der Mini. Guten Abend, Ben Hacklander. Servus. Ja, die Mini ist sexy. Ich weiß nur nicht, als was man den spielen soll, weil es ist ja ein besonderer Termi. Aber wenigstens hat er schon mal die coole Chain Fist, weil die Chain Fist, ja, die hat ja in der neuen Edition, ich grüße dich Pickelhaube, in der neuen Edition hat sie die Sonderregel, dass sie Fahrzeuge immer auf die 3 Plus verwundet, was ziemlich cool ist. Das ist recht nice. Trotzdem Stecker 8 minus 2, 3 Damage? Ist gerade nicht im Kopf. Dein Vlog zur Con war cool. Vielen, vielen Dank. Und ich grüße dich Bademeister und alles Gute, Bademeister? Kannst du ihn nicht als Tammy-Champ mit Chainfish spielen? Ja klar, du kannst ihn als alle spielen. Du kannst ihn auch einfach als Chaos-Lord in Tammy-Rüstung spielen. Es ist immer noch unser Spiel, wir entscheiden, was wir hier machen. Habe mit der zweiten Edition mit Wordbearers angefangen, da bin ich schon ziemlich spitz auf das Modell. Oh, Sven B., das glaube ich dir. Das glaube ich dir aufs Wort. Aufs Wort. Freunde, eigentlich habe ich es fast geschafft, mein Pile of Shame auf Ergo 0 zu reduzieren. Und binnen ein paar Wochen ist der quasi explodiert. Ich habe so coole Sachen.
Und ich bin mir noch nicht sicher, wo ich gerade weitermache. Ich bin so in der... Shit. Vielen, vielen Dank, Synthas. Danke, danke, Anke. Ja, Vlog hat echt Spaß gemacht. Amerika ist immer wieder ein Holy Shit. Was machen die nur anders? Convention war cool. Convention war groß. Aber Deutschland ist gar nicht so weit entfernt davon, sowas Ähnliches auf die Beine zu wuppen. Hey Baby, Mischa Jamike. Jamike. Weil mit der Spielemesse in Essen sind wir gar nicht so weit davon entfernt, auch sowas Riesengroßes. Und jetzt müssten wir eigentlich nur noch in einem Nebenraum statt Siedler von Catan und das andere Spiel, was mir gerade nicht einfällt, was ich ziemlich Carcassonne. Ich glaube, das ist die Carcassonne-Weltmeisterschaft oder Deutsche Meisterschaft oder sowas. Einfach ein 40k-Turnier mit reinwuppen. Das wäre ziemlich, ziemlich awesome. Oder vielleicht passiert das sogar. Aber du, mir wird mal eingefallen, seid mal nicht so lazy. Bei 40 Viewern, 16 Likes, Mathe und so. Komm schon, einmal draufdrücken, bringt richtig, richtig viel. Wie war die Pizza in Chicago? Die war eklig. Und meine Frau hat mir deswegen schon eine auf den Rüffel gegeben, dass ich das gesagt habe. Aber für mich war das keine Pizza, das war eine Lasagne. Also so 5 cm Teig, dann Toppings und dann Soße. Das, boah, jeez, ging gar nicht. Ging überhaupt nicht. Nach einer Scheibe war ich quasi voll. Hier noch gerade mal 2-3 Pinsel sauber zu machen, weil ich habe eben an meiner Tochter gemalt. Und ihr wollt bestimmt auch wieder den Fortschritt von meiner kleinen Tochter sehen. Zeige ich euch natürlich, will ich euch nicht vorenthalten. Die wird Pro-Painterin, sage ich. Hier ist das gute Stück. Das Rhino of Doom. Das wirklich alles, jede Farbe quasi vertreten. Fast jede, auch unten drunter, ne? Die lässt kein Grau am Modell. Alles am Start. Das macht ihr auch mega viel Spaß. Und mir macht's auch Spaß. Und sie testet für mich Farben, die ich noch nicht kenne. Und dann sehe ich die quasi, wie die auf dem Modell wirken. Ja, Games Workshop Warhammer Turnier wäre awesome. Wäre richtig, richtig cool. Nicht, dass die Community-Turniere nicht cool wären, sondern einfach zu sagen, ey, Games Workshop macht mal mit. So. Aber wir sind auf dem Weg. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, Chicago war wirklich... also ich habe von Chicago selbst nichts gesehen. Meine Tochter ist 2. Ah, ist doch noch ein Pinsel. Ich wusste es doch. Chicago war verrückt, groß, alle waren freundlich, also Hobbyisten halt. Sind ja alle irgendwie von einer Sparte. Und ja, es gab immer was zu erleben. Ich war auch seit langem nicht mehr so betrunken wie dort. Weil Nick Nanavati mir ein neues Würfelspiel beigebracht hat und ich so, oh Gott. Ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Und die Spiele waren toll. Ich konnte ein bisschen playtesten. Leider war mein Koffer nicht groß genug oder beziehungsweise hatte ich nicht genügend Kapazitäten für Frosthaven. Das wollte ich eigentlich mitnehmen. Damit ich nicht mehr so lange warten muss auf das geile Spiel Frosthaven. Und ich grüße dich, Exi. Hi. Was habe ich noch gespielt? Ich habe so ein Gladiator in so einer Arena gespielt. Die kleine Taverne ist auch am Start. Ich grüße dich. Würfeltrinkspiel. Du hast meine Aufmerksamkeit. Naja, du hast 5 Würfel, machst sie in den Becher, würfelst. Und je nachdem, wie viele Leute an Bord sind und mitspielen, ich grüße dich, Achim. Ich hoffe, dir geht's gut. Fängt dann halt einer an und sagt dann, okay, ich sage, auf dem gesamten Brett befinden sich 6 Fünfen. Ja, jeder hat 5 Würfel. Und wenn du mit 4 Leuten spielst, hast du 20 Würfel am Tisch. 6 Fünfen. Und der Nächste sagt dann entweder mehr Fünfen, also 7 Fünfen, oder er sagt 6 Sechsen.
Oder er sagt 7-2en. Ja? Und wenn das der Nächste in der Reihe ihm nicht glaubt, dann sagt er halt Bullshit. Und da wird hochgehoben, da wird gezählt. Und jede 5 ist dann eine 5. Und jede 1 ist ein Joker, zählt dann auch als 5. Ja, das ist relativ fix ausgeartet. In sehr viel Alkohol. Und danach haben wir ein Spiel gespielt. Ich weiß den ganzen Namen leider nicht mehr. Irgendwas von Lalala Barcadia. Off Barcadia. Das war wirklich ein Trinkspiel. Die Spielfigur war ein Becher. Und wenn du Leben verloren hast, musstest du trinken. Und du musstest durch den ganzen Dungeon durch. Und du hast Items gefunden und Buffs gefunden. Und du musstest das große Barmonster finden und das töten. Und man hat dann immer gegeneinander gewürfelt. Und wenn man sich geheilt hat, hat man mehr Alkohol in den Becher bekommen. Es war, boah, das ging so bis 4:30 morgens. Ja, das war krass. Ich habe an ziemlich coolen Events teilgenommen, über die man noch nicht sprechen darf. Es gab viele Infos. Das ganze Preview habt ihr natürlich auch gesehen. Es gab zu dem Preview, das was ihr vielleicht auf Twitch oder YouTube schon gesehen habt von Games Workshop, gab es noch eine Q&A-Session. Die war auch ziemlich cool. Konnten wirklich alle Fragen gestellt werden. Ich grüße dich, Daniel, mein lieber. Moment. Natürlich bin ich am Arbeiten. Ganz klar. Hallo, Entschuldigung, Staff. Staff, Entschuldigung, ich muss hier einmal durch. Ich habe mich auch viel mit Händlern unterhalten, die halt da waren. Es waren ja auch eine Messe quasi. Und ich habe auch was gekauft. Das finde ich auch cool. Und das sind Painting Handles. Und diese Painting Handles, die stelle ich auch im Video vor. Wo ist hier? So, hier. Da mache ich jetzt quasi hier ein bisschen Blue Tag drauf. Oder halt, was wir immer machen, diese. Ne? Nehmen wir mal hier so ein bisschen von. Oh, Kamera. Teaser Stripes oder was auch immer. Klebt die hier drauf. Nehmen wir irgendeine Figur. Hier so ein Waschtor zum Beispiel. Drückt ihr dann drauf und habe ich einen perfekten Painting Handle für Waschtor. Ja? Das Besondere an diesen Teilen ist, also erstmal fühlen die sich mega angenehm an. In der Hand. Die sind wirklich, also es liegt halt auch nochmal an, man hat Holz in der Hand statt Plastik, das ist ganz geil. Und keine Sorge, ich mache hier keine Werbung oder sonst was. Man kann die nur in Amerika bestellen. Ich habe hier einen Flyer, das Ganze ist von Jolly Lark mit der E-Mail hier so und so. Aber ich habe sie halt ausprobiert, habe da ein bisschen gemalt an seinem Stand, das war ziemlich cool. Und unten drinne haben die so kleine Pins. Da kommt einfach ein Dübel rein. Nichts Besonderes. Da mache ich den Dübel rein. Und dann bereitet man sich einfach selber ein kleines Holzbrett vor. Geht mal in den Baumarkt und holt sich ein Stück Verschnitt. Und macht ein paar Löcher rein. Und in die Löcher mache ich dann den Pin. Und auf den Pin kann ich dann einfach meinen Painting Handle drauf machen. Und das hier ist ein Set von 10. Da gibt es hier noch ein paar Scheiben für extra große Modelle zum Beispiel. Und dann kann ich ja so ein 10er-Spot endlich mal auf Painting Handles machen. Ich habe zwar einen Painting Handle von GW, aber wenn ich davon 10 Stück koste, dann zahle ich ja keine Ahnung. Die hält's vom Ende des Vlogs. Aber nach Deutschland liefert er noch nicht. Doch, der liefert nach Deutschland. Einfach eine E-Mail schreiben. Hat er mir gesagt. Und ich sorge gerade dafür, dass er irgendwie jetzt einen Distributor findet. Und, genau. Ich freue mich schon. Ich werde morgen im Baumarkt mir so ein Brettchen holen, 10 Löcher reinmachen, Figuren reinmachen. Cool. Freue ich mich drauf, das zu benutzen. Das habe ich mitgenommen. Ich habe von jeder Fraktion, fast jeder, ein paar werden noch nachgeliefert, exklusive Markersets bekommen. Oh, wer dem Target Priority Stream zugeschaut hat, der hat ein paar davon gesehen. Ich habe den Jungs das mal gegeben, damit die immer die richtige Fraktion auf dem Stream haben bei Target Priority, wenn ihr die Spiele nochmal nachschauen wollt. YouTube Target Priority eingeben und richtig coole Spiele am Start. Und das sind immer diese Faction-Marker. Also das ist jetzt Alpha Legion. Ich weiß nicht, ob man das wegen der Spiegelung sehen kann. GSC, Bukhari, allgemein Warhammer,
Nochmal Drukhari. Hallo Marius. Worldbearer. Imperial Knights. Und die sehen schon ziemlich sexy aus. Neue Elder. Harlequins. Und. Die ganze Kiste hier ist voll. Es fehlen mir so 2-3 Stück. Orks und Necrons. Weil Necrons habe ich nur einen mitgebracht, aber der ist für Damian. Ja, ich durfte auch keine kaufen im Video. Ich habe die bekommen. Für meine fleißige Mitarbeit. Das fand ich ziemlich awesome. Ja, fand ich sehr, sehr cool. Und ich denen halt auch gesagt habe, also wenn, dann würde ich das halt gerne. Black Templar gibt's auch. Ja, das ist so ein fettes Kreuz in der Mitte. Und dass ich die halt für Turniere und Streams mitnehmen möchte, damit es so ein bisschen aufgepeppt wird. Ja, und dann habe ich halt, wie gesagt, so eine Exclusive Mini gesnackt als Giveaway. Und, aber das mache ich noch nicht heute, einen haben wir schon rausgedonnert, der Event Exclusive Kommissar. Wotan habe ich auch. Die sehen sexy aus. Genau, der Kommissar Duty, das Event Special Miniature, das gibt es frühestens in Deutschland. Ich glaube in Essen. Ich glaube, vorher kommt man nicht ran. Genau, das wird Essen sein. Dann habe ich mir mitgenommen. Kleinen Moment. Oh, was richtig krasses. Das zeige ich euch gleich. Wo bekommt man die? Die bekommt man gar nicht. Ja, für meine neuen Armeen habe ich einmal mitgebracht einen Shield Captain der Custodes. Weil Custodes, ja, habe ich jetzt angefangen, ich weiß. Und ein Cataphracti Praetor der Death Guard. Das wird für mich einfach nur ein Death Guard Terminator Captain, wie auch immer. Ja. Genau, für meine beiden neuen Armeen, die ich beginnen möchte. Die eine habe ich schon angefangen, die bin ich jetzt quasi dran. Die beiden habe ich mitgenommen. Dann habe ich mir ein, das ist ein Korn Juggernaut für meinen zweiten Lord Avocado. Also für den kleinen Boy. Dann habe ich mitgenommen. 8-Bound. Weil irgendwie hatte ich nicht genug. Ja. Also brauche ich mehr 8-Bound. Dann bin ich jetzt bei 21, glaube ich. Dann will ich ein neues System anfangen. Das nennt sich Kill Team. Und ich hatte die Korsaren sowieso noch nicht. Ich werde mir auch noch eine zweite Box holen. Jetzt habe ich aber die Starterbox gesehen. Starterbox Elder. Da ist Jayne Zar drin. 20 von denen und 5 Banshees. 5 Banshees kann ich gebrauchen. Nur Jayne Zar nicht. Und vielleicht verlose ich dann einfach Jayne Zar. Oder jemand von euch möchte Jayne Zar haben. Dann würde ich mir die Box bei ihm zusammenholen. Finde ich ganz cool. Da will ich nämlich, es gibt ja 2 verschiedene Typen davon. Und ich habe auf dem Firebug, holy shit, eine Traumarmee von einem Traumspieler gesehen. Nikki heißt der Typ und der hat Drukhari gespielt, der hat Best Painted Army gewonnen. Und hatte die Corsair Void Scarred auf den ganzen Fahrzeugen verteilt. Das fand ich geil, das war mega cool. Dann habe ich gesagt, okay, ich brauche einen besonderen Shield Captain auf Bike, weil ich glaube, man nimmt ja einen normalen dafür. Und ich glaube, die Musik ist ausgegangen. Holy shit, so kann ich nicht arbeiten. Halt, stopp! Genau, da habe ich den. Wir brauchen Musik. Musik. Wir brauchen Rock. Wir brauchen Stimmung. Wütend. Random. Feuer. Oh ja. Genau. Einen wunderschönen guten Abend, Wolfspriester. Ich grüße dich. Genauso wie ein Kalbe. Sorry, falls ich jetzt jemanden verpasst habe. Zum besten Limbstag der letzten 3 Wochen. Oh. Da geht mein Herz direkt auf. Nur mit dem Liken habt ihr es noch nicht so. Ich glaube nicht. An Caro. Ja, ein Legio Custodes Gyre Falcon Jetbike. Daraus will ich meinen Shield Captain auf Bike bauen. Der Death Guard ist Resin. Der ist Resin. Dann habe ich mir gedacht, gut, ich brauche Sisters of Silence, weil
Die braucht man, glaube ich, in der Armee. Ja, also bis jetzt ist das Zeit. Und ich konnte nicht widerstehen, mir eine zweite Packung Novizen zu kaufen für die neue Edition. I don't know. Ja, weil die in der neuen Edition, also egal. Ich habe meine gebaut, alle mit Close Combat Weapons. Und ich möchte sie so bauen, wie sie hier auf der Box sind. Ja, also eine Exactor, eine Preceptor, eine Penitent, eine Hospitaller, eine Relic und so weiter und so fort. Die möchte ich bauen. Und eventuell auch Killteam spielen. Ja. Wie bin ich auf Custodes gekommen? Ich bin auf Custodes gekommen, indem ich gesagt habe, ich möchte alle Armeen. Zumindest fast alle. Ich möchte mehr Armeen, um in der 10. neuen Edition viel spielen zu können. Ich möchte einfach ready sein. Ich habe Bock, euch alles zu zeigen. Auch ein Battle Report. Ich möchte mehr malen, ich möchte noch tiefer einsteigen und ich möchte nicht nur, ey, ich bin der Lim und ich spiele Custodes. Wolfspriester, cool, du spielst also jetzt auch Dark Angels. Wolfspriester, darf ich dir was zeigen? Hier ist ein Zettel. Auf der Rückseite von dem Zettel ist einer, der sieht aus wie ein Lannister. Kann man es durchs Licht sehen? Oh ja, seht ihr das? Ja, das muss reichen. Genau. Den bemale ich seit ein bisschen jetzt. Ich bezweifle, dass der auf Warhammer Community erscheinen wird, weil dazu ist mein Paint-Skill einfach viel zu schlecht. Aber ich gebe mir Mühe. Ich habe schon Fotos genommen, am Release-Date halt Fotos zu zeigen. Vielleicht mache ich auch spontan, wenn er vorbestellbar ist, einen Livestream. Der Plan ist momentan auch, einen Battle Report zu releasen mit Lionel. Wichtigste Custodes-Einheit ist der Land Raider. Der neue Land Raider? Ja, da würde ich dir zustimmen. Darfst du sagen, wann er kommt? Natürlich nicht. Wo ist er denn? Wo ist er? Ne, den seht ihr nicht. Jetzt hast du mir kurz Schiss gemacht. 40 Likes, wir kommen dahin. Wow, ich bin eine Like-Schlampe und jetzt höre ich auf. Aber ich habe noch ein bisschen mehr. Ich habe hier noch eine kleine Dämonen-Startbox. Weil ich habe mir in Erkelenz ja einen Bloodthirster geholt. Und der Marius weiß, wie sehr ich auf diese Korn-Dämonen abfahre. Und die Box hat mir der liebe Manuel Bell, Gewinner des supergeilen Turniers in Karlsruhe. Das war Platz Nummer, ja, quasi 3, weil das Golden Ticket wäre 1. Aber dann wurde getauscht, weil Platz 1 und 2 hatten schon Golden Ticket, deswegen ging es an Grisha. Und diese Box ging an Manu. Manu hat gesagt, ey Lim, ich weiß, du willst sie haben. Und in der Box ist fast alles drin, was ich möchte. Ich möchte nur noch Karak, Kanak-Kanak. Also früher habe ich ihn Kanak-Kanak genannt. Und, weil du so frech bist, dass du nur einen Preis gibst. Ja, der Löwe wird gehypt, ja, auf jeden Fall. Hier muss nur noch Karanak rein. Und da bin ich mega happy über eine neue Dämonen. Kleine Dämonenarmee, da wird jetzt nichts Großes draus. Ihr seht schon, der Stapel wächst. Moment! Die neue Agastus-Box ist hier am Start. Mit den möchtegern broken Raketenwerfern. Aber auf einmal wurde ich von Fischköpfen infiltriert. Ich habe jetzt hier also die neue Tau-Box. Das ist aber auch das Einzige, was ich an Tau habe. Und irgendwie, ich habe geguckt, ob ich günstig irgendwie eine Tau-Armee, Leopold, ich grüße dich, eine Tau-Armee anfange. Aber irgendwie dann doch nicht. Das ist mir zu, also die Armee ist mir zu groß. Das sind zu viele Sachen auf einmal. Keine Ahnung. Wenn du die Tau aus dem Imperium willst.
Können wir uns gerne mal unterhalten, Melly, auf jeden Fall, mit dem Dämonen Boarding Patrol dazu, bist du gut dabei. Das stimmt, ich wollte auch erst das Boarding Patrol holen, aber da habe ich auch zu viele Hunde und zu viele Bloodletters. Und in der Boarding Patrol wäre nur Karanak, der mich interessiert, der neue. Aber hier drin ist halt der neue Farsight. Vielleicht baue ich auch einfach nur das fertig und spiele eine Runde Boarding Patrol. André Bonsai, boah, wie geht's dir, mein Bester? Und was ich definitiv nicht anfangen werde, ist Orks. Orks, 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 Orks. Da drinnen ist der neue Boss Snickrot. Heißt er so? Snickrot? Genau. Die Sache ist, warum habe ich überhaupt diese Boxen hier? Vielen Dank an Games Workshop zum Sponsoren dieser Boxen. Wir sind offiziell im Influencer-Programm, das darf ich auch sagen. Und ich bin mega happy, dass wir das als Kings hier geschafft haben. Ich freue mich zukünftig auch mit Marius und allen anderen Kings zusammen an neuen Projekten zu arbeiten, die 10. Edition wirklich aufzudröseln, jetzt schon Videos zu produzieren, um den Einstieg einfach nur klasse für euch zu gestalten, mit Lernvideos, mit wie funktionieren die neuen Phasen, mit wie funktioniert der neue Battleshock, warum heißt es jetzt eigentlich Battleline statt Troops und gibt es eigentlich noch einen Armee-Organisationplan? Nein! Spiel von mir aus 17 Charaktere, viel Spaß! Aber mit dem neuen Secondary-System wirst du auf die Schnauze fallen. So viel kann ich sagen. Ja, ich muss das ganz schön lange geheim halten. Aber ich bin mega, 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 mega happy. So. Aber ich habe noch was mitgehen lassen. Und ich sage euch jetzt was, ja? Wer mir als erstes sagen kann, was es ist, gewinnt. Moment. Mr. Azrak the Annihilator. Okay, ich zeige gleich etwas in die Kamera. Und wer mir als erstes sagen kann, was es ist, der gewinnt den. Ich warte aber noch mal ein bisschen. Das ist ein Tuck, ja. Ich habe gesagt, ich warte noch ein bisschen. Er ist ein Tuck. Und das ist ein Monster, ja, ich weiß. Du kannst nicht gucken gehen, nein. Du kannst es sogar googeln und findest es nicht. Ihr könnt auch... wenn ich das reinzeige, dann geht der Kanal direkt so offline. Magnum Schnurri. So. Ihr könnt so viel rein schreiben, wie ihr wollt und so weiter und so fort. Sobald ich sehe, da ist die richtige Antwort. Bam. Ja, wer schreibt zuerst, kommt zuerst. Doch, Caro, du hast auch was davon. Weil das Gute ist, wir verlosen ja den Dude. Aber wir haben noch einen Dude. Und vielleicht haben wir auch noch mehr. Was? Mega, 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 mega happy. Okay. Oh, war das da schon zu sehen? So ein bisschen, ne? Also. Ich halte es in die Kamera. Und wer mir zuerst sagt, was es ist, gewinnt diesen Terminator. Ich mach die Kamera mal groß. Mal gucken, ob hier irgendwas draufsteht und man das irgendwie erkennen kann. Geländemarker, Basing-Material. Kennt keiner diese Verpackung? Echt? Aha, Jan-Felix Meyer von PK Pro, unserem Hauptsponsor von den Kings of the Hill, ist auf dem richtigen Weg. Primaris Lieutenant Büste. Tape. Leute. Also. In die richtige Richtung hat euch der Jan Felix schon mal geschubst. Neuer Contemptor. Neuer Contemptor kommt in so einer Blisterbox kommt der neue Contemptor Body.
Ich habe davon ganz viele verkauft, so von daher. Heresy Bits, rosa Einhorn, nein, Waffen für Custodes, nein, auch nicht. Upgrade Sprue, ein bisschen. Ich muss mal hier mit meinem coolen PK Pro Knife, was so super leicht ist. Ich liebe dieses Messer. Boah, geht durch wie Butter. Das liegt aber an den Amazon-Klingen. Der Makrofax. Jaran, du gewinnst. Nein, Spaß. Forge World Primark. Primarks kommen immer in einer schwarzen Schachtel. In einer recht pompösen Schachtel. Also kein Primark hier drin. Neuer Türer. Hätte er nicht mehr nach dem Wochenende. Wieso das? Achso, ja. Micha darf nicht mitmachen. Ist klar. Upgrade für Dark Angels. Chaos Dämon. Okay. Hier geht's mal weiter. Ich hab mal ein Teil rausgeholt. Michael, das ist Sonder eigentlich. Pickelhaube! Pickelhaube war der Erste. Das war schnell. Das war schnell. Das hätte ich nicht gesagt. Damn! Holy shit! Das war viel zu schnell! What are you doing? Ja, und der war geil. Respekt. Vierhorn. Ja, und zwar sind das die Hörner des echten Golden Demons. Diese Figur kann man nicht kaufen. Das ist ein Golden Demon Kopf. Ich habe es mitgenommen, weil ich gedacht habe, Mensch, irgendein Modell bekommt jetzt Riesenhörner. Von mir aus Karanak, der dann ein Riesengeweih aufgesetzt kriegt. Oh Gott, was ist da los? Pascal, Hepp, vielen, vielen Dank für den Sub. Mein Gott, da muss ich so weit rüber scrollen. Rüber rutschen. So. Ja, und zwar haben wir diese Golden Demons, ich glaube so ein paar 20 Stück oder so 27 Stück, dort vor Ort bemalt, was schon mal ziemlich cool war. Mr. Orosmo, hi. Und Grüße von Bruce, also du bist Bruce oder schöne Grüße sollst du ausrichten von Bruce. Dann Grüße auf jeden Fall zurück oder hallo. Und einer der Demons hat ein Horn verloren. Und dann haben wir diese Upgrade-Kits rausgeholt. Und ich so, ey, kann ich das haben? Ja, okay. Und dann habe ich das eingepackt. So. Jetzt habe ich zwei Hörner. Mal gucken, ob der Mais und ich da ein Modell für finden. Speaking of Kabanda, den habe ich auch. So, also wie ihr seht, mein Pile of erstes Quartal ist recht groß. Uah! Ist eine Menge Plastik. Ich hoffe, da draußen ist noch jemand, der mir helfen kann. Skull Cannon oder Bloodthrone. Tendiere zur Skull Cannon. Mensch, ihr seid schon zu spät, Mann. Oh. Ah. Ah, Platz. Ich sehe doch was. Ja. Okay. Pickelhaube, wie das Ganze abläuft, ist, du schreibst eine E-Mail an uns. caroffthehill@gmail.com. Also nur doch zweimal die Woche streamen zum Malen. Kann sein. Es kann sein, dass ich Donnerstag streame. Ja, warum nicht? Könnten wir mal gucken. Ich würde mich anbieten, Teile von deinem Plastik wohlwollend abzunehmen. Sven B., komm doch einfach vorbei, setz dich neben mich und wir basteln ein bisschen zusammen. Weil ich muss echt Gas geben.
Ich habe noch was Cooles gebaut. Ich weiß nicht, gibt's hier World Eaters? World Eater Spieler? Car of... Nee. Off mit einem F. Car of the Hill 2 at gmail.com. Hier. Es muss mehr Limstage in der Woche geben. Ja, wir könnten ja einen Lommerstag machen. Hä? Und mit einem FK off, also Kings of the Hill, aber Kings abgekürzt, K of the Hill 2, at gmail.com. Schreibst du uns bitte, was du gewonnen hast und wohin das gehen soll in einer Adresse. Hat der nicht gesagt, die 2. Für Kost und Logis baue ich dir alles zusammen. Jaran abgemacht. Easy peasy. Darfst du sagen, ob die Farben der Roben der Watcher of the Dark bei den Dark Angels eine Bedeutung haben? Hä? Darfst du was sagen, ob die Farben der Roben der Watcher of the Dark bei den Dark Angels eine Bedeutung haben? Da sage ich pro forma schon mal nein, weil ich nicht weiß, was. Hä? Welche Roben? Meinst du auf dem Modell von Lionel? Die beiden Typen links und rechts, sind das Watcher of the Dark? Nee, ne? Der eine hält ja nur ein Schwert und der andere einen Banner. Beim Lion haben sie lilane Roben gemalt, Azrael hell. Aha, okay, ja. Wahrscheinlich was mit dem Alter zu tun. Wie war Firebark? Hab gehört, nächstes Jahr findet es wieder statt. Oh, Junge. Kommen wir auch gleich zu. Ich will euch noch eine Sache zeigen. Ach so, diese ganze hier und ja und hier, das war wegen World Eaters. So, World Eaters. Wir haben auch das erste Mal einen Watchers Körperteil gesehen. Oder gab es vorher schon mal eine Hand etc. Ich guck mal kurz drauf. Weiß nicht, ob die Hand so beeindruckend ist. Also eigentlich würde dir helfen, aber ich muss selber noch Golden Boys und Shistos für die 10. bemalen. Das heißt nicht 10., das heißt nächste Edition. Games Workshop nummeriert ihre Editionen nicht. Und zwar habe ich was gebaut, heute erst. Und zwar das hier. Durch die Kamera erkennt man sehr schlecht, weil es auch noch nicht bemalt ist. Aber das ist ein kleines Tool für World Eater. Und was man damit machen kann, ist einmal seine Blood Points hier zählen mit diesem kleinen Nupsi, ne, von 1 bis 7, warum auch immer da keine 0 dabei ist. Und einmal seine CP, die kann man hier auch zählen, wunderschön. Und die anderen 3, 6, 8 Pfeile sind die Abilities. Also hier, Wrathful Devotion für insgesamt, ganz oben steht's, kann man wahrscheinlich wegen der Kamera schlecht lesen. Für 4 Blattpunkte. Ich gebe 4 Blattpunkte aus, habe Wrathful Devotion, ziehe raus und habe ein 6er Fear-No-Pain. Und der bleibt hängen. So. Total Carnage. 6 Bloodpoints. Oh, zu fest gezogen. 6en zu Hit sind Autowunden. Für 3 Rage Fueled Investigation rausziehen und es macht plus 1 auf meine Charges. Rausziehen, 6 zu Hit, machen 2 Hits. Spiteful Nullification, 5er Mortal Wound, plus 1 zu Hit im Melee. Hier steht einfach nur 6 Reborn in Blood. Angron is back! Okay. Und Warp Blades sind 1 AP. Und dann hat man quasi alle seine Dinger aktiv. Das Ganze ist mit Magneten gemacht. Also hier ist ein Magnet und innen drin sind quasi 2 Magneten. Und ich habe mir gedacht, Mensch, ich kann euch das direkt mal zeigen, wie das dann von innen aussieht. Und zwar so. Das sind die ganzen Magneten. Und dann flippt er einfach nur von dem auf den Magneten drauf. Bleibt er auch schön. Und man haut das Ding noch oben drauf. Und fertig. Und dann hat man diese einzelnen Pfeile, haut ein Magnet da rein und ja, super, super easy. Wo kann man das herbekommen? Das kann man sich drucken oder drucken lassen, in meinem Fall, weil ich keinen Drucker besitze. Projekt für Sommer.
Ogre Blood Bowl Team. Alles Umbau als Marvel DC Modelle. Okay, krass. Wenn du jetzt, wenn du dir das jetzt baust, kann man wohl davon ausgehen, dass diese Mechanik bei den World Eatern bleibt. Wa? Darüber kann ich natürlich nicht sprechen. Wa? World Eaters bekommen eine ziemlich coole Mechanik. Und nur weil wir Index haben, heißt es nicht, dass die Einzigartigkeit der Armeen verloren gehen. Auf keinen Fall. Absolut nicht, ja? Genau. So. Und was ich noch gemacht habe, und bitte nichts Games Workshop erzählen, weil es gibt davon viel zu wenig, das sind Korn-Ikonen. Ja. Für die Backpacks gibt es viel zu wenige von, also habe ich mal da ein bisschen zugelangt, um die auf die Backpacks zu machen, damit ich immer weiß, okay, der hat eine Ikone, der nicht und so weiter und so fort. Genau. Okidoki. Firebug. Jesus Christ. Ich komme an am Firebug. Ich sehe ein riesengroßes Team rumlaufen von herzallerliebsten Menschen. Ich switch mal die Kamera, weil ihr sonst einen leeren Tisch hier seht. Jetzt liegen die Tux da rum. Nee, on-stream essen ist nicht gut. Index. Ja, Index heißt, alle Bücher werden ab dem Tag 0 gelöscht und alle Regeln sind ab Tag 1 erhältlich. Oder Tag 0 oder Release Day. Sind for free zum Downloaden da. Empfehle aber, rennt in Games Workshop oder rennt zu PK Pro oder Taschengeldieb oder wo auch immer und holt euch eure Karten. Es wird neue Karten geben. Wer AOS spielt, der kennt das. Es ist ähnlich. Mit einer Vorder- und Rückseite. Sehen super gut aus. Man hat alle Infos, die man braucht. Man hat noch zusätzlich halt seinen Kram, über den ich noch nicht reden darf. Und man hat seine 6 verschiedenen Units. Man hat seine 6 verschiedenen Karten da liegen und sagt sich, hey, mein Plasma trifft auf die 3. Let's go. Oh, meine Unit hat diese Sonderregel. Cool, ich muss nicht in meinem Buch rumblättern. Richtig, richtig schön. Aber, Firebug, ich will das auf keinen Fall schmälern. War mega, mega cool. Ich hab Daniel in den Arm genommen. Ich habe gesagt, Daniel, was brauchst du? Wo müssen wir ranklotzen? Let's go, let's do it. Dann gab es eine Riesenansprache, die habe ich komplett gefilmt. Wir haben noch einen kleinen Mini-Battle-Report gedreht, so einen halben, zwischen Micha Gemeke und Manuel Bell. Mit den beiden Turnierlisten am Abend vorher. Da haben wir so bei der Hälfte haben wir aufgehört. Und dann geht's schon direkt weiter mit Event, Vlog-Style. Dann habe ich ein bisschen Hotel gefilmt, die Platten gefilmt, die Leute gefilmt, die Siegerehrung habe ich gefilmt. Ach ja, Melis Minis waren da. Ja, auch in Deutsch. Ja, ja, klar. Weil das Turnier war in Deutsch. Karlsruhe, Deutschland, Deutsch, ja. Werden die limitiert sein? Oder wie soll das laufen? Also die Karten. Bekomme ich die Videos? Die kannst du alle haben, auf jeden Fall. Die Karten werden nicht limitiert sein. Aber die werden irgendwann entwertet sein, sobald dann die neuen Bücher rauskommen. Wer hat Firebug jetzt gewonnen? Bell oder Matthias? Bell hat gewonnen. Aufgrund der nicht abgeschlossenen Runde. Und Matthias wurde Zweiter. Für mich sind halt beide Erster und Zweiter. So, da ist nicht wirklich ein großer Unterschied für mich. Persönlich hat es natürlich nochmal gefreut, dass die beiden so hoch gescored haben und eigentlich alle Kings wirklich performt haben. Besonders Adrian und Chris direkt im Anschluss mit ihrem 5-1 am Start. Beziehungsweise Adrian hätte es auch auf den Dritten geschafft und ich habe auch sehr, sehr an ihn geglaubt. Manchmal kommt es halt anders, wie man glaubt. Chris hat übermäßig performt mit Sisters. Wahnsinnsleistung. Spielerisch ist er momentan wirklich ganz, ganz heiß unterwegs. Vor allem mit der Armee. Adrian stark gekämpft, hatte einen Draw gegen Grisha. Und ja, war richtig, richtig cool. Martin, trotz seiner Fluffliste, wie er es nennt, ich finde sie disgusting. Was waren das? 21 Landspeeder oder was? Richtig gut unterwegs. Er hat ein Spiel abgegeben, was er eigentlich nicht hätte abgeben sollen. Das war gegen Herle. Den zweiten Lost
weiß ich, war glaube ich gegen Flojo? Ne, ich bin mir nicht sicher. War eine kurze Aufstellung, es kannte Space Marines oder so, ihr konntet sich nicht verstecken. Und Micha 13 hat einmal die Flanke vollgekriegt von Gene Stealer Kult und dann, ich will sagen Dark Angels unverdient oder sowas, aber ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber Micha Holt auch auf hohem Niveau als exzellenter Spieler, passieren halt manchmal Sachen. Ja, auf meine sechs Jungs waren es mittlerweile, bin ich so stolz. Jetzt müssen wir nur noch den Marius mitziehen. Aller spätestens ist er auf dem HAO. Das Ticket bekommt er von uns. Wenn das sein Einstieg in die große Szene wird, dann bin ich da stolz und dann tauchen wir dazu 8 auf. Das wäre natürlich geil. Hä, wie neue Bücher? Jetzt bin ich durcheinander. Es gibt erst freie Regeln für alle und dann wieder Bücher, die jeder kaufen muss. Ja, genau, so ist es. Es gibt erstmal so einen richtigen Reset. Da fängt dann jeder quasi bei Null an, aber alle kriegen gleichzeitig Regeln, die sind umsonst. Und dann kommen neue Bücher. Orientieren kann man sich zum Beispiel an dem World Eater Codex, in welche Richtung es hingeht. Ja klar, erstmal Reset und alle können mit einem gewissen Regeln zocken, dann normalen Kodizes. War es Phase 1 neu zu achten auch so? Genau, dass die 8. Kodizes in der 9. gültig waren, war neu. Ja, prinzipiell war es jetzt von der 5. zur 6. auch so und so weiter und so fort. Kannst du was sagen, ob die großen Space Marine Orden da wirklich keine eigenen Regeln mehr haben? Oder ist das nur temporär? Temporär? Habe ich gehört. Also wieder Power Creep? Nein. Power Creep auf keinen Fall. Es gibt ein neues. Also auf keinen Fall wäre zu viel gesagt. Aber das neue Regelsystem basiert auf anderen Algorithmen, die es leichter machen, das Spiel im Balance zu halten. Werden die Regel auch in Deutsch sein am ersten Tag? Ja, werden sie. Zur 10. tauchen wir auch auf der HAO auf. Genau, richtig. Red Fox Cup ist ja nicht wegzudenken, der Marius. Das stimmt. Birgt das nicht die gleiche Gefahr wie in der Klammer zu 8. 9. 9? 8? Keine Ahnung. Andere Edition. Da gibt es auch wieder eine Spirale. Ja, wenn ihr das vermutet, ja. Und zwar liegt das ganz einfach daran, die Regeln werden nicht mehr on the fly erfunden. Das hat ja Games Workshop auch schon gesagt. Also in der neuen Edition, da das lädt Donnerstag, darf ich nicht sagen. Es ist fertig, das kann ich sagen. Es wird nur noch rausgehauen. Meistens wird einfach auf so einen Slot gewartet, der frei ist auf der Warhammer Community Page und sowas. Games Workshop hat ja schon gesagt, es gibt wieder universale Keywords. Das heißt, ein Keyword wäre jetzt als Beispiel Critical Hits. Jede Armee kann Critical Hits machen oder Critical Wounds. Und die lösen einen Effekt aus. Ein anderes Beispiel wäre, was heute präsentiert wurde, Rapid Fire X. Rapid Fire X bedeutet, bist du innerhalb halber Reichweite, bekommst du X Schuss dazu. Ja? Und alle Armeen haben diese gleichen Keywords, Feel No Pain. Alle haben dann den gleichen oder die gleiche Art Feel No Pain. Es wird keine Regel mehr existieren, die nicht aus verschiedenen Regeln zusammengetackert ist. Ja? Heute ist es ja so, dass du erstmal einen elendlangen Text bekommst, um zu sagen, hey, der hat einen Feel No Pain. Ja, okay, cool. Das wird einfach entschlackt und ich wage mich mal ganz, ganz kurz in eine Richtung, in die es eigentlich nicht geht. Aber One-Page-Rules besteht ja aus einem Baukastensystem, wie du deine Armee zusammenbaust, ja? Ganz, 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 ganz grob gesprochen haben wir dann in 40k dann auch eine Art Baukastensystem, wo es dann heißt, okay, wir haben hier eine Einheit, wir nennen sie jetzt den Makrofex. Der Makrofex bekommt Regel X. Feel no pain. Okay, jetzt hat er Feel no pain. Dann bekommt er einen Retter. Jetzt hat er einen Retter, 4 plus Retter. Da gibt es kein Demon Save oder dies oder hast du nicht gesehen. Dann bekommt er Critical Hits oder ich weiß nicht, welche Wörter ich sagen darf, weil ich gerade den Community die Community-Seite nicht offen habe. Moment. Und darüber kann ich ja mit euch sprechen, was auf der Community-Seite ist.
Leaks. Also ich bin nicht anders als einfach im normalen Leak-Channel vom Tag of Priority. So. Also ich persönlich fand den Schritt von 7. zur 8. Edition bombastisch gut. Die 9. war nochmal ein Upgrade, allerdings haben sie die Regelwurst übertrieben. Teilweise aus guten Absichten, um den Charakter zu verleihen. Glaube die 10. wird genau da Gegenstein und eine tolle Edition werden. Synthas, ich kann dich bestätigen, die neue Edition wird ein Traum. Neue Stratagems. Der Aufbau allein dieser Stratagems hilft vor allem mir als Judge unglaublich viel zu sagen, wann findet es statt, was kann gemacht werden, was ist der Effekt und was darf nicht gemacht werden mit den Restriktionen. Das ist unglaublich gut. Dann gibt es nämlich kein, aber das steht doch nicht, ich mach das trotzdem. Ja, okay, gut, mach das halt. Aber hier steht, du darfst nicht. Anti ist eine neue Weapon Ability. Wie zum Beispiel, Anti, was haben sie schon? Ah, Devastating Wounds, kann ich doch schon sagen. Okay. Moment. And we'll be covering these at a later date. Nee, darf ich noch nicht sagen. Also Anti ist zum Beispiel Anti-Infanterie, Anti-Vehicle und dann steht dahinter eine Nummer. Und auf diese Nummer verwundet man. Das heißt, Angron bekommt vielleicht Anti-Infanterie, 2+. Das heißt, er verwundet jede Infanterie auf die 2+. Was ziemlich cool ist. Weil es ist so simpel. Du musst nicht jemandem Angron erklären, du kannst ihm einfach sagen, Angron hat Anti-Infanterie. Ah, okay. Cool. Es hat übrigens mein Cyborg XY auch. Und jeder weiß, was gemeint ist. Und trotzdem haben wir individuelle Regeln. Weil wir individuelle Armee-Regeln haben, individuelle Stratagems, Warlord Traits und Relics natürlich. Aber einfach nicht mehr diese schierche Masse, die kein Mensch gebraucht hat. Ich meine, schau mal einmal ins Elder Stratagem Sammelsorium. Sind, glaube ich, über 40 Stück und wir benutzen 5. Ja? Wow. Plus die vor dem Spiel. Servus, Nikos. Okay, ich bleibe positiv gestimmt nach deinen Worten. Ja, ihr könnt es mir glauben. Ich mache ja keine Werbung für die, sondern ich würde hier ranten, wenn es schlecht wäre. Bin auch ein großer Fan von der Idee, dass du alles auf einer Seite hast. Manchmal zwei Seiten. Man muss manchmal umdrehen, weil es nur so und so viel Platz auf der Seite, wie beim Lionel. Hust. Hoffe, sie schrauben nicht so viel an Siegesbedingungen. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, sieht intuitiver aus als das, was bis jetzt ist. Ja, was mich zum Beispiel freut ist, hey, wir haben immer noch unseren Verwundungswurf. Das finde ich sehr gut. Und eigentlich waren wir ja beim Firebug, ne? Ihr habt mich jetzt verleitet, über die 10. zu sprechen. Ich hoffe immer noch, die DC bekommen 3 Seiten. Warte mal. Guck mal kurz auf das Terminator Datasheet. Okay. Wie schon auf dem Terminator Sheet zu sehen, sind da eigene Abilities, ja, auf diesem Sheet drauf. Und das ist natürlich ein Zeichen. Oh, warte mal. Die packen einfach eine Stratagem auf das Datasheet. Ha! Cool! Wie einfach ist das denn? Also, wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. So. Klingt cool, nicht mehr 5 verschiedene Namen für Transhuman. Ja, ist so. Wie funktionierte die Wertung beim Firebug? Es kam darauf an, wie gut deine Gegner gewonnen haben. Oder gespielt haben. Das war die Opponent Win Ratio. Kann man googeln. Vielleicht fühlt sich dann Death Guard wieder nach Death Guard an. Death Guard wird funny. Gefühlt werden, also die Armeen, die ich gesehen habe, werden alle funny. Und das Spiel wird awesome. Und ich kann es kaum abwarten, ein Turnier zu veranstalten. Und zwar nennt sich das Combat Patrol. Das heißt, Beispiel. Wir machen ein Combat Patrol Turnier.
Hier ist meine Combat Patrol. Ich baue sie zusammen, ich bemal sie, ich fahre aufs Turnier. Peter Löbe, ich grüße dich. Ja? Das ist ja wohl mega. Combat Patrol. Weil Games Workshop möchte alle Combat Patrols untereinander balancen. Und darauf freue ich mich. Und du kannst einfach sagen, boah, ich habe einen Buddy, der würde auch gerne 40k anfangen. Und ich habe noch eine Combat Patrol für ihn. Oder wir kaufen eine zusammen für ihn. Oder wie auch immer. Der Einstieg ist viel, viel leichter. Und wir können zusammen auf dem Organized Play Day fahren. Also ein organisierter Spieletag mit 30 anderen Leuten. Und jeder hat eine Patrol. Für diejenigen, die sowieso die Schränke voll mit Miniaturen haben, ich nicht natürlich, ich brauche mehr Combat Patrols, die können natürlich die Combat Patrol einfach nachbauen aus ihrer Armee, fahren zum Turnier, feuerfrei. Vielleicht 4 oder 5 Spiele am Tag, richtig fetzen und ich sag mal so, wie es ist, der große Unterschied zwischen 500 Punkten und 2000 Punkten existiert nicht mehr. Nein, ich nicht. Sind die alten Combat Patrols schon gegeneinander für die 10. gebalanced? Karten abwarten, Jaran. Einfach nur die Karten abwarten. Death Year, Baby. Mit Black. Das kann ich nicht so oft sagen, Battle Ready. Ich krieg noch Ärger von YouTube oder so. Ich kenne auch einen kleinen, coolen Laden. Ja, dann mach doch mal Werbung, Daniel. Was ist denn das für ein kleiner, cooler Laden? Hat der kleine, coole Laden noch einen Karanak für mich? ja, Goritsch, ich grüße dich, mein Bester. Ich hoffe, du hast es verkraftet, gegen die 8. Edition Sisters zu spielen am Wochenende. Hust, hust. Ich war einerseits geschockt und andererseits froh, in deiner Nähe gewesen zu sein. Ich hoffe trotzdem, du hattest ein sehr, sehr schönes Turnier. Weil ich hatte auf jeden Fall ein geiles Turnier. Bin gerade mega drauf, hab gerade Chaos Knights zusammengeschoben und meine neue Schwarmflotte gefunden. Oh yeah. Hobby Elements ist der neue Laden von Daniel Konivic im Herzen Karlsruhes. Kann man das so sagen? Karlsruhe? Genau. Den habe ich gerade auf dem Tisch stehen. Wen? Karanak, gib her jetzt. Give it to me. Give it to me now. Auf jeden Fall. Firebug. Ihr kommt in ein Hotel. Lobby links, Rezeption. Riesenscreens. Firebug Open 2023. Supported by Target Priority. Und dann so ein Logo, Kings of the Hill. Ich denke mir so, Alter, das Logo von unserem YouTube-Kanal ist auf einem Monitor in einem Hotel. Und ich so, oh mein Gott, das ist so cool. Und gehe dann einfach geradeaus und ich bin in so einem riesen, weiß nicht, das ist so ein großes Dreieck. Und in der Mitte war hohl und ging ein Stockwerk tiefer. Und bin ich um das Dreieck drum rumgelaufen, auf der anderen Seite. Und dann war da dieser Riesenraum mit 1 Milliarde Tische. Atrium, vielen Dank. Und da gab es eine Bühne mit einem Streaming-Table und Tag Priority hast schon aufgebaut und das Feeling kam direkt. Und ich so, oh, noch 5 Stunden, dann ist Game 1, let's go, let's go. Also bin ich hoch aufs Zimmer, umziehen, Trikot an, runter, allen Leuten Hallo gesagt, mein Bändchen angezogen für die Getränke-Flatrate, vielen, vielen Dank. Da war schon die Begrüßung und wir hatten schon in der Begrüßung Pippi in den Augen. Ich will es jetzt nicht aufbauen. Aber der Daniel hat uns etwas geschenkt, ein Banner. Das werdet ihr auch bald sehen. Akku leer gleich, schönen Abend euch allen noch. Raffi, ich wünsche dir was. Und zwar so ein Pull-Up-Banner von den Kings of the Hill mit QR-Code, YouTube, Instagram und all dem Jazz. Und ich so, oh mein Gott. Ja, Adrian und ich waren erstmal so, no way. Und ja, hatten erstmal Pipi in den Augen. Da hat der Daniel erstmal was losgetreten mit allen anderen, die er da begrüßt hat und so. Hey Sea, ich grüß dich. Und das war schon ein ziemlich geiler Moment. Ein ganz lieber Freund von mir, der Jay, war auch da. Den hat Daniel organisiert, dass der auch zu dem Event kommt. Rasputin ist auch da, der war auch im Firebug. Ja, da war Spiel 1. Dann war Abendessen, das war mega lecker. Dann war Getränkerunde und Kennenlernrunde wieder mal, ne? Oder Nerdgasm halt. Und es war, weiß nicht, ich glaube, ich bin so um 1 habe ich mich hingelegt, um 4 bin ich eingeschlafen wegen dem Jetlag durch Chicago.
Samuel, ich wünsche dir was, bis zum nächsten Mal. Und nächsten Morgen dann ich glaube 7 aufgestanden, also so knapp 3 Stunden Schlaf. War aber nicht müde, ich war topfit und habe mich schon gefreut auf den ganzen Tag. Ja, dann hatten wir einen ganzen Tag. Und das war ein cooler Tag und das war richtig geil. Moin und Prost. Exi Lost Friese. Falsch ausgesprochen, das heißt Exil Ostfriese, oder? Ja, okay, der war gut. nice one. Ey, 70 Viewer, 50 Likes. Das war's. Jetzt, das war's letzte Mal. Jetzt könnt ihr aufhören zu drücken. Fair enough. Und dann gab's Best Painted. Holy crap, da wurde was ausgepackt. Dann gab's Best Miniature. Dann gab's Best Themed Army. Da gab es Best Sportsmanship, dann wurden natürlich die krassen Turniere, die Gewinner, Best Infections wurden verteilt, das Gelände war geil, die Matten waren geil, der Platz war geil, die Atmosphäre war Wahnsinn, es gab eigentlich gar keine Probleme auf dem Turnier. Es gab eine rote Karte und ich möchte diese Story öffentlich machen, damit sie einmal erzählt wird, und zwar straight, ohne Lügen. Und ich möchte, dass ihr da genau hinhört, falls ihr auf den Trichter kommt, diese Story weiter zu erzählen. Dann habt ihr unter anderem unter der Aufsicht von Daniel die korrekte Story. Ein Spieler kam auf uns zu und sagte, hey, der Wotan-Spieler hat zu viele Punkte auf dem Tisch oder Modelle auf dem Tisch, die nicht in seiner Armee sind. Okay, cool, checken wir, kein Problem. Wir haben die Armee gecheckt und ja, tatsächlich, es waren 10 Berserker von seinen Wotan nicht auf der Armeeliste drauf. Und ein Terminator. Und dann haben wir diesen Spieler ausfindig gemacht, haben ihn gefragt, so, hey, hast du mit diesen 10 Terminatoren zu viel gespielt? Ja. Ja, weil die sind nicht auf deiner Armeeliste und bei ihm siehst du, holy shit, was? Das kann nicht sein. Und er holt sofort sein Handy raus, checkt seine Liste und sagt, ey, Fehler. Und das ist ein Holländer, der ist bekannt in der Szene, positiv bekannt, kein Cheater oder sonst irgendwas, honest mistakes, glaube ich auch, erstmal, ja, unschuldig, sobald die Schuld bewiesen ist, so nach dem Motto, oder der Intent bewiesen ist, würde man in dem Fall sagen, und dafür gab es eine rote Karte, aber er hat selber schon gedroppt, er hat gesagt, hey Leute, ne, ganz klar, ich droppe jetzt hier vom Turnier. Man hätte ihn auch nicht mehr irgendwie repairen können, weil man weiß ja nicht, wie stark ist er tatsächlich. Und das war das größte Vorkommnis auf dem Turnier für mich als Judge, ja? Und kein böses Blut, der Typ hat nicht gecheatet, also mit Intent und alles easy. Ich kenne das Problem folgendermaßen. Bei Wotan ist der Exchange von genau 350 Punkten so zwischen einem Termi mehr und einer Land Fortress oder eine Termi weniger Land Fortress weg und 10 Berserker. Das switcht man manchmal. Oder einfach diese Builds, die sind mini. Und dann waren sie halt auf dem Tablett von Holland hier rüber mit reingeschoben, nicht drüber nachgedacht, hingestellt, weil man spielt öfter mal Termis, man spielt öfter mal Berserker, man spielt öfter mal eine Land Fortress. Also dachte man sich ja, let's go, ja. Kein böses Blut, aber das ist die echte Geschichte, wird euch Daniel auch bestätigen können. Alles andere wäre gelogen. Jetzt gibt es ein kleines Giveaway. Ich habe so einen coolen kleinen Limited Anhänger, ein Keychain, ein Cadian the Eighth Schlüsselanhänger. Der ist echt schwer. Vielleicht sollte ich den behalten. Kann ich euch was anderes hier? Nein, Quatsch. Ich brauche keinen Cardia, deswegen gibt es einen kleinen Schlüsselanhänger. Warhammer 40k Turnierplausch. So. Und jetzt muss ich mir ja... Wie für dich gemacht, Daniel? Daniel, du kannst von mir alles haben. Jetzt muss ich mir das einfallen lassen, was wir machen. Entweder machen wir eine Quizfrage.
Moment. Na, ah, das ist zu leicht. Moment. Ich suche was anderes. Christian Ehr, ich grüße dich. Sollen wir die Quizfrage machen oder random entscheiden mit Comment, Grab, Shenanigan, Gedöns? Random. DJ Robster, bitte nichts fragen. Okay, wer als erstes antwortet. Echt? Alle random? Oh, muss ich aber darüber gehen. Ich gewinne nie was. Kannst du einen Tuck haben? Quiz ist die Hölle mit Phone. Okay, zufällig. Wow. Das wird aber nicht leichter. Das verrate ich euch. Hoppala, Entschuldigung. Wer die meisten Modelle hat, Peter, Kalia gibt es nicht mehr. Death Corp of Krieg heißen die coolen Jungs heutzutage. Ist das so? So, um das Ganze random zu machen, werde ich einen Link gleich posten. So. Und zwar, hier auf dieses Video geht ihr bitte und gebt ein Hashtag PK-Pro. Hashtag PK-Pro. In diesem Video, falls ihr das Video noch nicht kennt, da war ich live in Chicago auf der Adepticon letzte Woche. Und ich gebe euch insgesamt 3 Minuten Zeit und gehe selber mal ganz kurz für kleine Jungs. Hashtag vergessen. Du hast vergessen. Hashtag. Yes. Okay. Yep, so haben wir einen Kombi mehr für den Algi. Ich weiß gar nicht, ob der was bringt. Aber Hashtag PK-Pro. So, 1 Minute habt ihr noch. Guten Abend, der Major Umbau hier. Ich grüße dich, Christian. Ich hoffe, dir geht's gut. So, die Zeit ist abgelaufen. Ich grüße auch hiermit den David Vark. Okay. Also, wie war das nochmal mit dem Comment-Grabber? Moment. YouTube Random Comment Gedöns. So, und dann so. Und dann gebe ich hier den YouTube-Link ein. Und dann hier. Was? Das ist jetzt Premium? Ne. Mit
Creator Commons by the World. Das ist jetzt Premium? Oh, das war alles mal for free. Nein. Ich glaube, da muss ich einfach nur. Weil da drunter waren nicht so viele Comments. Okay, 3 plus 8 ist 11. 37 Comments, okay. What's up, CJ? CJ Stam ist einfach am W20 werfen bei 37 Comments. Von CJ ist das Gelände DTT, auf dem das Fireback gespielt hat. Wenn ihr Interesse an diesem Gelände habt, dann geht auf Facebook, gebt Dutch Tabletop Terrain ein. Dann bekommt ihr einen guten Preis und sagt, ey, ich bin von den Kings of the Hill, ich will Gelände haben. Und dann zahlt ihr wahrscheinlich den einfach OVP-Preis. Okay, ich suche jetzt, und wenn da kein Hashtag PK Pro steht, ja, dann würfel ich nochmal. Jeder hat die Chance zu gewinnen. 1, 2, 3, los geht's. Und gewonnen hat Wolfspriester. Wo ist das Comment? Ach da. CJ, my man, you are too late, CJ. Now, live on CJ. Okay, Wolfspriester, du weißt, wie der Hase läuft. Und bitte einmal eine E-Mail an Karl. Für deinen Preis. Für deine Preise, hä? Hey CJ, still wearing my shit. Tristan's Tabletop Talk. Hi. So, was habe ich vergessen? Was habe ich. Ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen auf. Den Firebug. Ah, stimmt. Und zwar gab es auf dem Firebug einen Challenge Coin. Der ist ähnlich wie der Challenge Coin aus New Mexico, den ich hier liegen habe. Das hier ist ein Coin. Den gab es auf dem Narrative Event. Hello, Fokus. Hide the beautiful face. Genau. Genau, das ist der Narrative Coin von Games Workshop. Ups. Oh, der ist. Oh. Oh, oh. Naja. Genau, mit dem Games Workshop Logo hinten drauf. Und den Coin. Wenn man auf diesem Event war, muss man, wenn man jemanden trifft, der auch auf dem Event war, diesen Coin in der Tasche einfach rausnehmen, auf die Theke knallen und sagen, hast du dein Coin dabei? Toss a coin for the Witcher. Und wenn der seinen Coin nicht dabei hat, dann muss er dir einen ausgeben. Das ist der Challenge Coin. Dafür ist die Story. Kommt ursprünglich aus den USA, aus der Armee. Da gab's das. Genau. Oder die Bundeswehr macht das, glaube ich, auch. Ja. Das ist ziemlich cool. Das ist mein Chaos-Coin. Chaos! Immer mehr komme ich jetzt in Richtung Chaos, ich sag's euch. Hier ist noch Waschtor. Der olle Volldepp. Der steht hier auch seit dem letzten Limstag immer noch. Und voll traurig, guckt irgendwie die Sterilium-Flasche an und so. Verdammt, da warst du wohl schneller, Lim. Wait, was? Coincheck wie bei der Bundeswehr. Ja, genau. Wird nach ein paar Events aber schwer in der Tasche. Das stimmt, wenn das jetzt jeder macht, ja. Und auf der Firebug gab es da auch einen Coin, der ist jetzt in meinem Portemonnaie. Very nice model, yes, indeed it is. Waschtor. Oh, CJ, do you know what you missed? I did a giveaway, man, for this dude. I'm so sorry. But, don't worry. It wasn't the last one. And maybe there are even some more people coming up. So make sure to be on my stream. Tuesday is Lim's day. Oh yeah. CJ ist Geländehersteller aus Holland.
gehört auch eigentlich so mit zu dem holländischen WTC-Team. Und das ursprüngliche Lions Open Gelände, was ihr so kennt, was man auch schön zusammenstellen kann, ist quasi eine Entwicklung von ihm. Und hat jetzt das Dutch Tabletop Terrain gegründet mit diesen ziemlich coolen Cubes. Ich weiß nur gerade nicht, wo meiner ist. Ich glaube. Sieht man das auf der Kamera? Da drinnen, da ist mein Cube. Ja, der passt genau in so ein Kallax-Fach rein. Das ist halt mega. Das ganze Gelände passt in ein Kallax-Fach. Und es ist richtig viel Gelände. Richtig viel. Und ist immer noch unbemalt. Jeez. Ja, einen CJ habe ich ganz, 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 ganz lieb. Den werde ich auch in Belgien hoffentlich treffen. Und das Coole in Belgien wird sein, meine Frau kommt mit nach Belgien. Und entweder bin ich dann dort als weiß ich nicht was. Ah, das wollte ich noch erzählen. Holy crap. Gestern hat mich die WTC angerufen oder jemand davon. Auf jeden Fall, meine Frau kommt mit. Also wenn das alles dann passt und so weiter. Und die WTC möchte, dass ich 8 französische Judges ausbilde. Und das hat mich erstmal so, wow, mega geehrt. Das war ziemlich cool. Wer ihn kennenlernen durfte und wer nicht. Caro ist auch in Würzburg dabei. Bayern Major. Genau. Belgien, HAO, da kommt die Kleine auch mit, das freut mich total, dann können die halt echt rumlaufen, Spaß haben und so weiter und so fort. Was ist eigentlich mit dem bedruckten Gelände, was ihr mal vorgestellt habt? Gibt es da mittlerweile auch neue Designs von? Bedrucktem Gelände? Ah, du meinst, das von Benny, da kommen neue Designs, da kommen offizielle WTC-Designs raus, ja. Das wird lustig, Franzosen können wenig Englisch und du, denke ich, kaum Französisch. Aussi? Je m'appelle Lim. Ça va? Hashtag Lim, hast du gesehen, die deutsche Meisterschaft in Dillenburg ist wieder da. Kannst du den Leuten bitte davon abraten. Liebe Leute, fahrt bitte nicht nach Dillenburg auf diese Schrottmeisterschaft. Komm, wasch doch mal das einzelne Modell. Ja, aber es wird noch dauern. Es wird wirklich noch dauern. Français dans l'école, je fatigue, fromage, magnétophone, also voll, ich bin französisch. Bedruckte Gelände ist ganz cool, ja, true, oder in der Box. Ich sag mal so, Waschtor wird einzeln rauskommen. Ob wir Obliterators einzeln sehen, I don't know. Deutsche Meisterschaft in Dillenburg, was ist das? Größtes Schrottturnier ever. Ist einfach nur Müll. Absoluter Abfall ist das. Funny. Genau. Das ist auf jeden Fall ein Turnier, wo ihr nicht hinfahren solltet. Das ist der größte Schmutz, den man besuchen kann. Die hatten so viel Gelände, dass sie sogar noch Tische mit DIN A4 Seiten bestücken konnten, wo sie eine Ruine draufgemalt haben. Das ist Dillenburg. Dillenburg hat es auch nicht für nötig gehalten, genügend Tische für alle Spieler zu providen, sondern hat einfach gedacht, ja, wir doppeln einfach die Tische. Sprich, die Spielzeit war irgendwie 2,5 Stunden und danach war dann die zweite Welle an Spielern dran, was totaler Müll ist. Das Gelände war so manchmal nur eine Brücke in der Mitte, so eine Autobahnbrücke in der Mitte und 2 Bäume. So. Also es war alles Blödsinn. Ich glaube, die Kohle hat 4 Euro gekostet, also da war auch noch irgendwas mit Preisen. Der Typ hat sich die Taschen voll gelümmelt. Da waren noch alte Mattengrößen. Das war einfach nur Schrott. Der Organisator null einsichtig für... Ich krieg morgen bestimmt wieder Hassnachrichten. Wie kannst du nur so über andere Turniere reden? I don't care. Dasselbe wurde mir nachgesagt übrigens über R40K. Und wie sich rausstellte, hatte ich recht. Und dann habe ich es gewagt, einmal über ein kleines Turnier in Bayern zu reden.
und denen zu empfehlen, sich vielleicht mal mit den anderen TOs auf einen Discord zu versammeln, damit wir in Deutschland so einen Streamline machen können und uns gegenseitig helfen können und vielleicht Astra Militarum nicht zulassen. Da wurde ich dann auch angegangen, was mir einfallen würde. Okay, hab verstanden, ihr wollt nicht, alles gut. Man kann ja auch niemanden zwingen, um Gottes Willen. Man kann nur so viel tun, mit der Community zusammenzuarbeiten. Wer nicht will, der will halt nicht. Und das ist auch völlig legitim. Ich erinnere mich an den Spieler aus Kiel, der nach 4 Spielen am letzten Tisch stand. Ich trainiere immer mit meinem Kumpel, der ist deutscher Meister. Geil. Keine Ahnung, wer ein deutscher Meister ist. Erstmal zum Bamble Clash. Ja, Bamble Clash wird cool. Ich glaube, der Bamble Clash ist direkt erst im Mai-Wochenende, wo ich nicht kann. Bin mir gerade nicht sicher. Aber zum Steffen fahre ich sehr, sehr gerne. Wenn die Strecke nicht so blöd wäre, würde ich da auch meine Frau mitnehmen. Weil das ist echt so am A der Welt und so. Ja, wir können nur Angebote machen, wenn sie nicht angenommen werden. So be it. Ja, richtig. Du hast noch Fotos davon? Oh, jeez. Lösch die Fotos. Lösch sie. Nur der FC Bayern? Ja, wir sind der FC Bayern des 40K. Kings of the Hill ist, wir kaufen alle Spieler ein. Ah, ich glaube, ich habe Robinho nicht Hallo gesagt. Ich müsste da drüben gerade mal den Chat hochscrollen. Lieber Robinho, vielen Dank für deinen Report. Der war ja so schnell. Draußen, wo ich mir gedacht habe, boah, ich habe meine Kamera nicht mal ausgepackt. Och, ihr wart mir mal so sympathisch. Jetzt ist es aus. David, danke nochmal für das Gelände. Der Verein freut sich. Ich schicke dir mal Fotos, wenn es ready ist. Ja, Daniel. Ich habe schon grundiert. Also, da ist Fettgrundierung drauf. Kannst du direkt loslegen. Koff FCB. So sieht's aus. Leute, lasst den Rubinho ein Abo auf dem Kanal. Ja, das, was Christian sagt. Macht man normalerweise nicht, aber es ist okay. Beim Rubinho machen wir mal die Ausnahme. Muss hier nochmal einen Bembel und Bolter loben. Hatte mein erstes Turnierspiel überhaupt im Leben gegen Flying Cat. Gruß geht raus, mega sympathisch, hat mir die Angst genommen. Okay, krass. Hab mich ganz nett an Sachen erinnert, die ich vergessen habe. Da verliert man gerne 0-20. Ja. Ja. Nee, Bembel und Bolter ist ein super Turnier. Zum Einsteigen ist es ideal eigentlich, weil Steffen und seine Crew immer darauf achten, dass auch Neulinge ihren Spaß bekommen. Aber es fährt genauso gut kompetitive Creme de la Creme auf solche Turniere, also Flojo, Herle, Saruti, also was wir nicht alles schon für Granaten da hatten. Irgendwie habe ich das Ding auch mal gewonnen. Frag nicht wie, war Anfang des Jahres und dann habe ich gesagt, ja, ich habe meinen Win. Jetzt müssen die anderen Kings erstmal nachziehen und zeigen, was sie können. Bis dahin mache ich Pause. Also bis nicht jeder King ein Turnier irgendwo gewonnen hat, ist mir auch egal, wenn es ein Eintäger ist. Selbst der Marius hat schon eine 3-0 hingelegt am letzten, es war am letzten Red Fox, ist er 3-0 gegangen. Und das mit Drukhari, das war voll gut. Martellus, ich wünsche dir was. Komm gut zum Liegen, mein Bester. Ja, ich glaube, das Video kommt entweder diesen Samstag oder diesen Samstag kommt ein Battle Report von Adrian. Dann kommt das Video vielleicht morgen, vielleicht auch Donnerstag. Vielleicht streame ich Donnerstag, das weiß ich auch noch nicht. Also entweder Stream oder Video, seht ihr dann. Gorge, ich war da, ich war nicht da, deswegen. Ja, stimmt, du warst nicht da. Aber da waren ein paar andere von deiner Sippe am Start. Und ist der, Dennis Rau, ist der nicht auch von Spitzklickern? Der hat mir direkt Game 1 hier das Leben zur Hölle gemacht. Noir TV, ich grüße dich. Fehlen doch nur noch 3, oder? Naja, Martin, Chris, also Major, Adrian sind 3.
Achso, und Micha. Das sind vier. Micha hat auch noch nicht gewonnen dieses Jahr. Bellmann hat mehrmals. Und Marius hat ein 3-0 hingelegt. Was fair enough ist. Und ich. Also 4 zu 4. Ja. 8 Kings sind hier. Momentan. Was? FCB geht auf Shopping-Tour? Ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben uns jetzt Liam aus Belgien dazugeholt. Das neueste Kings of the Hill-Mitglied. Nein, auf keinen Fall. Bellmann, hold my beer. Oh ja. Andi hattest du im ersten Spiel, meinst du? Dennis war... Achso, sorry, Andi. Ja, natürlich. Ich hatte Andi im ersten Spiel mit Custodes. André, ich wünsche dir was. Warte mal, wollten wir nicht noch quatschen, André? Wenn nicht, machen wir das morgen. Das ist auch völlig okay. Grisha verpflichtet, das wäre schön. Aber wir verpflichten ja keinen. Wir gehen aktiv nicht auf Leute zu. Machen wir nicht. Wenn es passt, dann passt. Und wir sind auch eigentlich eine Gemeinschaft aus Freunden und Spielern, die sich gegenseitig helfen. Und wir besuchen ja keine Team-Events oder sowas. Von daher alles gediegen. Ja. Die ersten Transfers in der TNT-Liga. Ja, ich glaube, wir haben da so ein Newcomer-Team. Irgendwas mit Kings of the Hill Nachwuchs. Irgendwas. Ja. Ansonsten, wenn ihr Fotos oder sonst irgendwas von dem Firebug habt, war mega, mega geil. Kann es jedem nur empfehlen, da rüber zu gehen. Ich habe da wirklich... Ja, habe ich was zu bemängeln? Ja, ich habe was zu bemängeln. Und zwar, dass der... Also das Atrium war cool, aber im Kellergeschoss quasi, Atrium, da gab es noch einen weiteren Raum und... Da kam ich nicht schnell genug hin, beziehungsweise habe auch nicht gehört oder gesehen, wenn die nach dem Judge gerufen haben. Das ist mein Kriterium. Da müsste man vielleicht einen dedizierten Judge da einfach hinsetzen. Raum Ettlingen, ja. Mann, wieso löscht er meinen Text, wenn ich Emoji dran baue? Ich weiß nicht, Emoji ist alle gelöscht. Yeah, we need more judges. Wir waren ja eigentlich 4, ehrlich gesagt. Und das ist mehr als ausreichend. Nur müssen dann die Judges sich auch daran halten, wo sie dann halt sind. Und wenn einer der Judges halt nebenbei noch das ganze Turnier nebenbei noch laufen lässt, ja. Nee, am Walkie-Talkie lag's nicht. Weil die Judges untereinander mussten nicht kommunizieren. Es ging nur darum, dass manche Spieler nicht schnell genug einen Judge bekommen haben. Ich war halt meistens oben, was ziemlich cool war. Und auch ziemlich wichtig, weil auch in den Top-Tables gab es schon Regelinteraktionen, die nicht so ganz einfach waren oder auch tatsächlich gut, dass sie entdeckt wurden, dass sie einfach falsch gespielt wurden. Aber das Gleiche hatte ich auch an den unteren Tischen. Oh ja! Mit diesen... Wo diese eine Rolle unten drin ist, ne? War ja auch jetzt spannend für die WTC-Auswahl. Haben ja einige Bewerber gegeneinander gespielt. Ja, das ist auf jeden Fall richtig und wichtig, weil man bekommt nicht so viele Möglichkeiten, diese ganzen Bewerber auch zu sehen. Also zum Beispiel positiv beeindruckt hat mich Valentin. Das war ziemlich krass. Also der da habe ich viel gesehen. Den fand ich echt gut. So Leute, es war kurz und heftig und wunderschön. Ich gehe mich waschen und ab ins Bett. Peter Löbbe, ich wünsche dir was. Battle Ready Painter... Wir brauchen ein 1000-Mann-Turnier mit... Genau. Hä? Hä? Haha. Ja, mal eben schauen. Wo dürfen strategische Reserven nochmal kommen in Runde 3? Erstmal alle Judges untereinander beraten. Ja, das war witzig.
Matthias, ich grüße dich. Black. Achso. Und zwar kann der Text, anders als es jemand im Stream geschrieben hat bei Target Priority, was einfach nicht stimmt, das war glaube ich Double O, der Text kann auf beide Arten interpretiert werden. Und die Frage war einfach, wie wollen wir es hier spielen? Und gleichzeitig kamen diese Fragen an vier Tischen auf. Und solche Fragen, wenn ich nicht Head Judge bin, lasse ich meistens dann den TO entscheiden. Und dann wurde sich darauf geeinigt zu sagen, nein, 6 Zoll Abstand von der gegnerischen Tischkante. Und nicht die gegnerische Tischkante nicht benutzen und vollständig in 6 Zoll sein. Und ja, die Diskussion habe ich auch mit Games Workshop geführt. Dennoch, der Text ist zweideutig lesbar. Witzig waren manche Spieler, die mit mir dann diskutiert haben und dann mit den Worten, ich glaube nicht, dass der Rules Writer von der WTC das so gemeint hat. Und ich dann einfach gesagt habe, doch, ich habe das so gemeint. Und dann guckten die halt erstmal so, hä? Dann habe ich ja gesagt, ja, Jay und ich schreiben dieses WTC-FAQ. Das ist von uns. Aber da waren schon interessante Regelauslegungen. Ja. War. Also ich habe interessante Regelfragen gestellt bekommen. Auf der Weltmeisterschaft ist es dann tatsächlich so, wenn du Regeln nachfragst. Sicher, dass es ihr damals nicht anders gemeint hat? Nein. Wenn du bei der WTC Regeln nachfragst und dein Buch nicht bereits konsultiert hast, also wenn du nicht deine eigene Regel gecheckt hast, gibt's eine Verwarnung. Und wie oft der Pierre und ich an den Tisch gegangen sind und gesagt haben, wo ist euer Buch? Und dann lesen sie es selber. Und dann bestätigt der erste Satz schon, was der eine glaubt. Und schon hat sich's irgendwie erledigt. Weil viele glauben, ja, Judges sind laufende Regelbücher und es würde schneller gehen, den Judge zu holen, als in sein eigenes Buch zu gucken. Nee, tut mir leid, weil erstmal ruft den Judge, dann kommt der Judge und dann sagt er, holt mal euer Buch raus. Das heißt, in dieser Zeit, wo der Judge noch nicht da war, hättet ihr schon das Buch rausholen können. Das geht jetzt nur an diejenigen, die Excessive Rule Questioning betrieben haben, also sehr viel gefragt haben. Und es war ungelogen an 40% der Tischen so. Kein Spaß. Auch ein Major, der sagt, Celestines kleine Geminis, haben die haben Dreierattacken, ne? Dreierattacken. Was, Judges sind keine Regelbücher? Doch, sind wir. Aber keine offenen. Was war das Regelhighlight des Turniers? Das Regelhighlight des Turniers. Ich glaube, dieses Turnier hatte ich nicht wirklich ein. Also, es gibt manchmal Turniere, da sitze ich dann da und sage, wow. Reinforcements Deployment Zone. What? Das ist ja kein Highlight. Also, tatsächlich ist es halt zweiseitig lesbar. Da habe ich ein ganzes Spiel ver. Oh ja! Naja, gut, aber das ist ja einfach nur, jemand hat was falsch gespielt. Oder. Gut, also. Da war für mich jemand, der Sisters gespielt hat, für mich eine Art Highlight. Der hat halt mit den Regeln der 8. Edition teilweise gespielt. Also so Miracle Dice benutzen zum Bannen. Ein Stratagem, was alle Modifikator ausmacht. Paragons haben auf einmal 5 Leben. Und Stärke 7 mit dem Schwert.
Da waren schon ein paar Knaller dabei, die der da ausgepackt hat, ja. Ich sage mal so, man kann auf jeden Fall mal Regeln vergessen, ne? Oder falsch spielen. Jeder von uns spielt eine Regel falsch. Mindestens eine. Wenn ihr mir nicht glaubt, der hat dann eine Verwarnung bekommen, dieser Spieler. Weil er jedes Mal, wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, Keule, du hast gerade was falsch gespielt, hat er gesagt, nee, stimmt nicht. Und dann habe ich ihn gebeten, nachzugucken. Und dann hat er mir eine Seite gezeigt, wo die Stratagems per Hand drauf geschrieben waren. Also der Text war sogar ausgedacht. Also so quasi verkürzt, ne? Wie so ein Notizzettel, aber sie waren halt falsch. Ja, die lässt man auch einfach nicht los. Die sind echt zu gut, ey. Und wenn er dann halt jedes Mal anfängt zu sagen, ja, nee, ich lieg falsch, dann ist halt irgendwann, Kollege, jetzt gibt's eine Verwarnung. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, anyhow. War ganz okay. Du hast es da sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Hut ab. Vielen Dank, Gorich. Ich habe mir auch echt ein bisschen Sorgen gemacht, dass ich da noch ein paar verpasse. Habe ich wahrscheinlich auch, aber ich meine, man kann nicht nur einen Tisch babysitten, wenn es jetzt nicht der Top-Table ist, wo es dann einfach nur aus dem Grund, wo es dann um Geld geht. Detonator, mein Highlight war eine explodierende 6 beim Wunden durch den Iron Hands Relic Contemptor auf 2 Volkite wird zu 4 Mortals. Ja, das ist natürlich Käse, weil explodierende 6en beim Wunden sind einfach nur extra Wunden und keine Sechsen. Ich denke mir die ganze Armee vorher aus. Noch nie gegen meine Korn, Nurgle, Chaos, Elder, Zwerge gespielt. Nee, aber du hast auch noch nicht gegen meine Grey Knight Elder, die Demons beschwören, 5. Edition des Armee gespielt, oder? Und keine Angst, in der neuen Edition gibt es wesentlich weniger Gesuppe. Also richtig viel weniger Gesuppe. Nur vorgeschriebenes Gesuppe und dann ist Schluss. Ist das nicht schon fast Betrug? Ich will über keinen urteilen, aber sowas ist leider hart. Ich glaube, das ist einfach von jemandem, der viel zu wenig spielt und seine Armee nicht im Griff hat. Und dazu gibt es Regeln. Auch sowas wie in die Uhr laufen und sowas, auch dafür gibt es Regeln. Also die WTC schreibt halt vor, dass du imstande sein musst, deine Armee in der vorgegebenen Zeit zu spielen. Und da gibt es auch keine Entschuldigung für, wie groß oder wie klein oder wie krass oder schlecht die Armee ist. Für alle gilt das Gleiche. Das ist eine freie Entscheidung, wofür man sich dann am Ende entscheidet. Und jeder hat mit dem gleichen Päckchen zu kämpfen. Ansonsten auch so, ja, Battle Ready. Da gab es so 2-3 Situationen, wo ich dachte so, bleh. Naja, Suppe haben wir doch aktuell gar nicht mehr so viel, oder? Also theoretisch kann ich immer noch Abaddon als Anführer bei den Demons in einer Chaos Knights Armee packen. Was schon ziemlich absurd ist. Oder, naja, ich kann Gulliman zu den Blood Angels stecken. Aber ja, Thousand Suns mit Flamern, das war halt mal stark, dann wurden die Flamer genervt, dann geht's so, ja. Prinzipiell finde ich ein Buch und Go wesentlich besser als, oh, ich baue mir hier die nächste Kombi. Olli, nimm mir nicht meine Knights aus den Sisters. Nee, die Knights bleiben dabei. Außer Orks, die dürfen Söldnern. Ja, auf jeden Fall. Vor allem die ganzen Kommandos und so, die dürfen auch Söldnern, alle. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen über das Turnier in Fireback habt oder über die neue Edition, Feuer frei. Noch machen wir ein bisschen Q&A hier. Weil es gibt eigentlich nur noch ein Modell, was ich gerade bemalen will.
Und das kann ich hier nicht bemalen. Ansonsten würde ich noch basteln, aber basteln ist somit das Langweiligste für euch, ne? Gab es Black Templar? Ja. Gab es. Ich weiß nicht, ich glaube sogar zwei Black Templar. Also auf jeden Fall wollten wir das Best in Faction Black Templar vergeben, aber das hatten wir nicht und ich habe die Armee auch gesehen. Ich hoffe, die Armeen mit wenigen Datasheets leiden nicht zu sehr unter der 10. Nein, warum sollten sie auch? Wie viel Toughness werden Custodes haben? Was schätzt ihr? Ja, da könnt ihr alle mal schätzen. Schaffen wir in der neuen Edition mehr als 3 Spieler an einem Turniertag? Am Anfang nein. Am Anfang nein. Und ich kann es mir durchaus vorstellen. Ich fand es sehr beeindruckend, wie deeskalierend du das Spiel von Chris und Fred geregelt hast. Ja, Steezy, ich habe ganz andere Sachen gehört, aber dazu kann sich jeder selber eine Meinung bilden. Ich sag T7, holy shit, wir haben kleine Rhino-Kustodes. So, Skadian. Wo ist die Frage? Achso, die kleine Taverne ist ja Skadian. Was war denn da los? Wo denn jetzt? Was war bei dem angesprochenen Match? Was ist dein persönliches Highlight bei der Regeländerung zur 10. Okay. Noir, schreib's dir auf. Nee, ich habe nur vergessen, dass du mit Kleine Taverne eingeloggt bist und nicht mit... egal. Mein Highlight kann ich noch nicht benennen, aber mein Highlight hat mit Celestine zu tun und mit... Schreib's dir wirklich auf. Mit Celestine und wir werden Freunde. Ja? Das ist für mich mein Highlight. Kommt Dark Art Mac. Could be. Fraktions-Secondary ist noch da. Kann ich nicht sagen. Dessen besagt eine Eskalations-Match. Kommt Fulgrim. Wait, muss da nicht erstmal der Kopf angenäht werden? Celestine für alle Imperiums-Fraktionen bestätigt. Na, nope. Sanguinio. Du meinst diesen Avatar? Nope. Wird es einfacher sein, ein Spiel in 3 Stunden zu schaffen? Ja, aufgrund der Karten und der weniger Regelgewirrwarr. Celestine darf pro Turn einmal auf die 2 plus in allen Turns. Holy shit. Bei Fulgrim nicht. Spoiler dann. Der lebt noch. Ferus Manus ist. Sorry. Aber es hat mit dem F angefangen. Ihr seht, ich werde besser. Ich werde besser. Brauchen wir ein neues Gelände für den Club? Darf ich nicht sagen. Das sollte aber auch klar sein, dass, weil das auch eine wirtschaftliche Beeinträchtigung hätte, dürfte ich nichts dazu sagen. Ist ja Käse. Wie weit bin ich in Horus Heresy? Ich habe es geschafft, durch dieses Fulgrim-Buch durchzukommen und bin jetzt bei, oh, ich habe sogar Fulgrim gesagt. Natürlich ist er Emperor's Children. Und er hat ja auch... Oh Gott. Ja, also. Fulgrim habe ich durch. Bin jetzt bei den Dark Angels. Was kosten die Karten? Circa. Kann ich nicht sagen. Hat man versucht, das interne Balancing in den Fraktionen anzupacken? Ja. Weitere Primarchen in der Pipeline. Super geheim. Ich hoffe sehr, dass man komplett mit der App spielen kann, ohne dass man Bücher... Ohne Bücher und Karten... Du wirst überrascht sein, Jaran. Sommer. Muss ich schon mal meinen Malerkrepp für die 9. Spielmatten suchen? Ich glaube, das habe ich schon mal so Pi mal Daumen beantwortet in der Gerüchteküche. In der Leaks and Rumors in dem Chat. Darfst du sagen, ob man die Aufstellungszone... Nein, kann ich nicht sagen. Also, ohne groß auf das ominöse Match in Runde 4 einzugehen. Wie ist denn der Konsens dazu, wenn ein Spieler während des Zuges eines anderen den Tisch verlässt? Mich persönlich nervt sowas immer mehr. Kann ich gleich was zu sagen? Ich freue mich auf die Unit-Karten. Ja. Werden die Mattengrößen beibehalten? Check mal Leaks. Weil man durchaus in internen Sichtlinien nicht zuletzt Buffs miteinander abklären sollte. Also Ben, wenn der Major aufs Klo geht,
und man will irgendwas machen, wozu man die Gegner braucht, drück auf die Uhr und lass beim Gegner laufen. Ganz einfache Kiste. Drama-Game zwischen Fred und X, dass du so toll gehandelt hast. Angeblich bin ich ja biased. Aber okay. An die ganzen Hassnachrichten da draußen. Wer wirklich die Integrität von meiner judgenden Persönlichkeit in Frage stellt, der kann sich gerne bei mir melden und wir unterhalten uns gerne mal. Aber ich judge meine Jungs härter als den Rest. Wer mir das nicht glaubt, Pech. Und einfach gehen. Einfach zum Gegner drücken, genau. Der Major hat nie Zeitprobleme und der muss halt öfter mal Pipi machen gehen. Manchmal ist er auch so dreist und raucht irgendwie so eine 30-Sekunden-Zigarette. Aber prinzipiell, von mir aus soll der Gegner halt gehen. Und wenn ich ihn brauche, um was abzuklären, drücke ich auf die Uhr und warte halt. Und dann kann ich was trinken, kann ich noch andere Einheiten angucken. Das ist ja cool, ne? Kriege ich ja extra Zeit, wenn du so willst. Wie gesagt, ging mir nicht spezifisch um das Match oder Major. Ja, aber das war halt auf dem Stream zu sehen. Von daher. Und Major, wie gesagt, der geht öfter einfach. Und der sagt auch zum Gegner, wenn ich noch nicht wieder da bin und du brauchst was, drück auf meine Zeit. Lass laufen, sagt er. Und was ist das? 1:30? Also... Vor allem, ich hatte dasselbe mit Engelshäubchen, Matthias, beim Bamble und Bolter. Ich so, Matthias, pass mal auf, ich muss mal kurz vor die Tür, lass einfach bei mir laufen. Der kann ja trotzdem machen, was er will. Ist ja, wenn ich gehe, kann er doch bei mir umstellen. Völlig in Ordnung. Dann bin ich noch pinkeln gegangen, habe mir was zu trinken geholt, wiedergekommen. Was hat mich das gekostet? 2 Minuten. Wow. Der Major wurde doch vom Lim verwendet. Hä? Major wurde von mir verwendet? Wait, was? Darf ich nicht. Ja, Klogang ist auf jeden Fall okay. Also Major wurde bevorzugt? Inwiefern? Verstehe ich gar nicht. Zweiter Versuch. Wie ist deine Meinung zu dem Durchsprechen nach Turn 2 von Bell, GSC-Spieler, um Kräfte zu sparen? Ein bisschen früh, oder? Nein, ich war daneben und die durften nur zählen mit meinem Beisein. Prinzipiell, wenn Spieler zählen, gibt es sofort eine rote Karte. Ja, man darf nicht durchsprechen. In dem Fall war es so, der GSC-Spieler hatte ein Modell auf dem Mittelmarker, 8 Modelle auf der Top, wenn man drauf geguckt hat, Top Left, also war über seiner Deployment Zone in der oberen Ruine, und Pi mal Daumen zwischen 10 und 15 Modellen auf seinem Marker und es kommt ein 20er Blob rein. Er kann die Astra nicht töten. Gibt's nicht. No. Ja? Okay. Und alleine hochzählen dürfen sie nicht. Deswegen muss ich dann da stehen und auch alles nachfragen. So, bist du sicher? Wir machen jetzt hier nicht die Spirenzchen mit, ich lasse dann 3 Units stehen, damit ich jede Runde einmal einen Grind 'em Down mache. Weil wenn er dann eine Unit versteckt und sowas, also es gibt da keine maximale Punktzahl und solche Geschichten. Und bevor die sich da zwingen, das auszuwürfeln, und dann so Sachen wie, ja, komm, brauchst du nicht würfeln, die nehme ich weg. Weil das wird dann auch passieren. Sollen die Jungs lieber ein bisschen früher was trinken oder sonst irgendwas. Aber dass es so eindeutig ist, dürfen sie es machen. Genau. Wenn es nicht eindeutig ist, sagt der Josh sofort, stopp, hier wird nicht gezählt. Nein, keine Chance. Einer von euch kann aufgeben, ja. Dann gibt es ein anderes Ergebnis, aber hier wird nicht gezählt. Sprich, die Spieler müssen beide einverstanden sein und beide müssen die Situation erklären. Und erst dann, wenn sich der Judge ein Bild gemacht hat von diesem Durchzählen, was eigentlich strengstens verboten ist, aber wenn er sieht, okay, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, hier komplett den ganzen Laden auseinandergerollt,
kann man das machen. Verwarnt. Ach, verwarnt. Ja, diese Verwarnung geht nur Chris und mich was an. Ich wüsste gar nicht, warum ich publik machen müsste, dass ich den Major verwarnt habe. Das geht keinen was an. Das geht höchstens die Judges was an und den TO. Und das war's. Es gibt gelbe und rote Karten vom Judge. Ja, eine gelbe Karte bedeutet 50 Punkte minus direkt im laufenden Spiel auf seine Punkte. Also 50 Minuspunkte, sofort. Das heißt, wenn du 100 Punkte gescored hast, bist du nur noch bei 50. Das ist fast automatisch ein Draw. Also in vielen Fällen ein Draw. Rot heißt Ausschluss vom Turnier. Dann gibt es eine Verwarnung, damit du eine Basis geschaffen hast, zu sagen, hey, du bist auf meinem Radar, benimm dich, sonst gibt's Ärger. Wofür kann ich Geld bekommen? Beleidigung. Beleidigung vom Judge. Regelbrüche. Offensichtliche Regelbrüche. Dieses Aufgeben habe ich nämlich in AOS jetzt ein paar Mal erlebt. Und es ist echt nervig, wenn man selbst alles gibt und 18-2 gewinnt und jemand anderes dann 20-0, weil der Spieler sagt, ist okay. Ja, das geht gar nicht. 50 Punkte minus ist ja eher ein Loss als ein Draw. Ja, also es ist fast automatisch immer ein Draw, weil, ja. Naja, viele beziehen sich auf den Stream von Fred gestern, aber niemand will unnötig Feuer ins Öl gießen. Detonator. Was hat Detonator denn geschrieben? Was habe ich hier verpasst? Achso, lol, wie kryptisch ihr schreibt. Ja. Okay, wenn das Kriterium für gelb sind, ist ein Loss aber auch vertretbar. Ja, klar. Es gab keine gelbe, nein. Kann man mit gelben Karten negative Punkte haben? Nein, Land ist auf 0. Aber du könntest theoretisch noch im Ranking weiter runterrutschen. Kommt drauf an, was du gemacht hast. Also ich hatte mal einen Fall auf einem Turnier, da habe ich eine gelbe Karte ausgesprochen und habe von seinen zurückliegenden Matches jeweils 15 Punkte abgezogen. Also zu diesem unnötig Feuer ins Öl gießen. Ich sag's einmal. Wer interessiert ist und sich eine eigene Meinung bilden möchte, der kann sich gerne auf Target Priority das Spiel zwischen Chris und Fred anschauen. Die vollen 3 Stunden. Kann schauen, wie Chris sich verhält und wie Fred sich verhält. Und hört den Kommentatoren mal nicht zu, sondern wie die Spieler miteinander umgehen. Und dann kann er sich seine Meinung bilden. Und auf der Basis kann man sich dann auch unterhalten. Wie ist eigentlich Manichima? Wirklich so schlimm, wie das Internet ihn zeichnet? Oder falsch verstanden? Manichima ist ein super Dude, ja. Wenn wir Gespräche haben, ist es alles super. An der Platte ist er super freundlich. Sobald es ans Verlieren geht, wird es leicht ungemütlich. Leicht ungemütlich. Aber keiner verliert ja gerne. Jetzt ist er natürlich eine Internet-Person, eine Präsenz. Da wird mehr Fokus drauf gelegt. Also wenn ich mir irgendwas zu Schulden kommen lassen würde, dann würde das auch schneller die Runde machen, sage ich jetzt mal, als wenn das der Timo aus der Buchhaltung macht, ja? Damit will ich nicht sagen, boah, Leute, was bin ich für ein bekannter Dude? Nein, sondern Manichima ist einfach bekannt, ja? Und über Bekannte redet man halt mehr. Das ist einfach so. Bellmann war für mich so ein Vorzeigespieler. Ja. Werden zur Start der 10 gleich neue Modelle geben? Ja, wird es. Es wird ein... ja, wird es. Ein paar davon habt ihr schon gesehen. Mindestens 3. Wenn ihr aufgepasst habt, habt ihr mindestens 9 gesehen. Wobei der Takeback in Freds Turn 1 schon heftig war, da schon gewürfelt wurde, aber die Jungs kennen sich ja gut. Ach, der von Fritz.
Ich wollte gerade sagen. Also. Hätte Matthias den Finger gehoben, und möchte den Takeback nicht zulassen, hätte ich ihm sofort Recht gegeben. Nicht, weil er Kings of the Hill ist, sondern weil der Takeback krass war. Nachdem man gesehen hat, dass Barot nicht stirbt, weil er von 7 Wunden nur 3 gefailt hat, weil er von den 7 Wunden 3 gesaved hat, einen gefailt und dann mit 3 Fate Dice die letzten 3 Wunden gesaved hat und Fritz nicht wusste, dass man mehrere Fate Dice einsetzen kann. Was wäre die Situation, wenn er alle Saves gefailt hätte? Hätte Fritz dann einen Takeback gemacht? Just saying. Daniel, ich wünsche dir was. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Jahr spätestens. Haha. Okay, gut, dann verstehe ich Takebacks doch noch nicht. Noch richtig. Hab schon an mir gezweifelt wegen Worlds Modus. Ich hatte auf dem Firebug 6 sehr geile Spiele und wenn man unter uns Spielern was nicht klären konnte, waren die Judges immer da. Das freut mich. Mega. Jetzt kann man sich aber vielleicht vorstellen, warum Matthias diesen Takeback auch zugelassen hat und auf einmal bekommt man so: Holy shit! Ah, ich verstehe. Ja? Wahrscheinlich bekommen das im ersten Moment die Elder-Spieler schneller auf dem Schirm als andere, warum Matthias das zugelassen hat. Battle Ready, ich wünsche dir was. Ich hoffe, du hast noch einen angenehmen Abend und Grüße an deinen Hund. Boah. Freunde, 10 Uhr. Ich gebe euch noch 3 Minuten, fragt mich, was ihr wollt. Wow, wow. Klemm ich schon wieder mal aus, weswegen er den Takeback zugelassen hat. Nee, müsst ihr euch angucken. Matthias, ich wünsche dir was. Alex Penner, ich grüße dich. Damit der Held frei agieren kann. Ja, Mann, Tristan. Nicht nur das. Der ist unverwundet. Die Chance von dem Bienchen, Rasputin. Die Chance, dass noch ein Bike überlebt, war da. Er hat eine CP gespart. Das Apfelfeuer gespart. Ja. Wann kommst du mal wieder nach Bedburg? Ich hätte ultra Bock, nach Bedburg zu kommen. Einfach mit Figuren, ohne Kamera, ohne Turnier. Einfach nur zum Zocken. Hätte ich richtig Lust. Wirklich. Meine ich ernst. Einfach allgemeines Zocken. Lange, lange, lange nicht mehr. Einfach nur gespielt. Stream Adrian nicht donnerstags, weil du vorhin meintest. Ja, er ist in Hamburg bei der Family momentan, deswegen. Ansonsten gute Nacht, kleine Taverne. Das wünsche ich auch. Werden mehr Forge-Modelle aus Plastik kommen? Yes! Vor allem bei Custodes? Weiß ich nicht. Die Thermis standen noch offen. Ja, die Thermis standen offen und nicht hinter der Ruine. Und deswegen konnte einfach der Farsier auf Bike sagen: Okay, Smite, Executioner, Bogen, 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 tot. Ansonsten wären die hinter dieser blöden Ruine und hätte sie anders angehen müssen. Nö, alles gut, nette Unterhaltung zum Basteln, Malen, danke dir, gute Nacht zusammen. Firstborn, ich wünsche dir was, vielen Dank auch an von meiner Seite. So, ich hau mich hin, auch ins Bett, schönen Abend noch. Tristan, komm gut zum Liegen, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, dass es heute auch so richtig viele waren. Nächste Woche muss ich mir überlegen, was anderes zu malen, weil das kann ich ja nicht malen. Vielleicht bastel ich und vielleicht muss die Caro ein bisschen basteln. Muss ja diesen Pile of Shame auch wieder loswerden. Lim, du hast es geschafft. Geh seit langem mal wieder auf ein Turnier in Darmstadt. Elementaria, das finde ich voll cool. Like da lassen, das wäre voll lieb. Ja, genau, Tristan, vielen Dank.
Nice. Und wenn ihr die Kings of the Hill unterstützen wollt, gerne Patreon, Ko-fi, den ganzen Müll. Aber es geht auch ohne, dass ihr zusätzliche Kosten habt. Und zwar, wenn ihr einfach unten unsere Affiliate-Links von PK Pro oder Taschengeld-Dieb benutzt. Unterstützt uns, damit wir weitermachen können wie bisher und so verrückte Reisen wie Chicago bezahlen können. Weil nicht, dass ihr denkt, ich hätte irgendwie das Geld gepachtet. So eine Reise kann man nicht mal eben so bezahlen. Ansonsten, wenn irgendwas ist, wie immer im Discord, bitte anschreiben. Lasst uns über alles reden. Lasst uns eine Community sein. Danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Ich gehe schon mal hier rüber, weil ich ja irgendwie mir eine bessere Lösung einfallen lassen muss, wie ich das jetzt hier zukünftig steuere. Vielleicht brauche ich so ein Stream Deck. Nächste Anschaffung, Stream Deck. Noir TV, ich hoffe, du hast es hier aufgeschrieben. Celestine und ihre Freunde. Mal gucken, was die so machen können. Ab dem Moment, und dann können es alle machen, werdet ihr begeistert sein. Also ich bin's. Andere werden ganz, ganz viel Angst haben vor dieser Änderung. Aber das wird awesome. Das wird awesome. Haut rein. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Schatten sind schnell, Sinus überall, Auswechsel scannen das Feld. Es hält mich nichts auf, die Mission zu erfüllen. Befehl ist Befehl und der Lohn ist Gewinn. Für den Imperator, für die Watch und für den Norden. Springe ich aus der Landungskapsel wie ein Wilder Richtung Norden. Ein Jeans-Dealer brüllt und greift mich an. Doch mein Bolter hustet kurz und er teilt sich dann. Verdammt, dieser Feind ist brutal in der Überzahl. Doch die Kehlen dieser Füchse erweitert bald mein kühler Stahl. Hinter der Ruine ragt er empor. Der Brutlord, er kreischt und zischt, wagt sich nach vorn. Box meinem Squad, boss sofort den Support. Aus dem Schatten kommen Hellfire Rounds auf mein Board. Diese Ausgeburt der Hölle ist wie nichts, das ich kenne. Ich lag den Bolter durch, klick, klick, bang. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal was jetzt kommt, die Deathwatch macht das klar. Box, Elder, Tau, Deathwatch. Zum Greifen nah, komme immer näher und es lauert weiter die Gefahr. Komm, greife ich die Datei, bricht die Decke zusammen. Ein Schatten schnellt hervor und der Bolter muss ran. Meine Augen öffnen sich, jetzt rennt die Ausgeburt der Hölle auf mich zu und im Nu trifft mich eine Psi-Welle. Schmettert mich zu Boden und ich öffne meinen Geist. Sinus-Energie, die mich innerlich zerreißt. Beschwöre den Warp, ein Malstrom, mal schon. Seine Bahnen in die Luft, doch das Monster ahnt schon. Denn die Augen des Marines verändern ihren Farbton und das Monster explodiert in 1000 Funken Starkstrom. Fox an den Stormhawk, Augen bewegen das Lied. Come on, beam me up, Scotty, mission complete. Step aus der Landungskapsel und dann anvisieren. Jeder Bolterschuss ist gut platziert. Unsere Feinde fallen und wir laden nach. Egal was jetzt kommt, die Deathwatch macht das klar. Box, Elder, Tau,